Ich begrüße alle recht herzlich zu meinem sechsten Feierabendgespräch zu dem Thema Flüchtlingspolitik in Wolfsburg, in Deutschland und in Europa. Wir haben heute eingeladen Kai Weber. Das ist nicht Kai Weber. Ich glaube, das kann man sehen. Das ist Mackie Hartung von der Flüchtlingshilfe, unter anderem eben auch in Wolfsburg. Kai steckt im Stau und kommt auf jeden Fall noch, konnte aber nicht ganz genau sagen, wann er hier eintreffen wird. Und wir haben jetzt eben mal umgeswitcht, dass wir die Wolfsburger Situation, dass Mackie und ich die gemeinsam besprechen. Und deshalb begrüße ich Mackie auch ganz besonders hier oben auf dem Podium. Und ja, begrüße dich recht herzlich und ich finde schon, dass sie einen kleinen Applaus verdient hat. Es ist ja auch nicht ganz einfach einzuspringen, also sie weiß das jetzt 2 Minuten, dass sie hier oben sitzen wird. Ja, ich wollte mich eigentlich auch mal nur hinsetzen und mir was anhören, was nicht so oft der Fall ist, aber ich springe auch gerne für diese Überbrückungszeit ein. Ich bin Mitglied der Flüchtlingshilfe und habe mich seit langer Zeit für Flüchtlinge eingesetzt, ganz genau seit dem Zeitpunkt, als in unserer Schule in die Turnhalle Flüchtlinge einquartiert wurden, als schon mal große Not, also Platznot, vorherrschte. 1992. Wer ist da geflüchtet? Hauptsächlich Roma aus Rumänien. Und mich hat sofort empört, dass ein Zaun gezogen wurde zwischen unserem Schulhof und der Turnhalle und die Kinder auf beiden Seiten hingen da und hätten sich gern besucht. Das hat uns alle empört und daraus hat sich also sofort eine kleine Initiative in der Schule entwickelt. Und das hat gezeigt, wie leicht es ist, zueinander zu kommen eigentlich. Und wenn ich heute nach vielen Jahren sehe, wie sich die Situation in Wolfsburg entwickelt hat, muss ich sagen, gerade im Moment kommen sehr viele Flüchtlinge und zwar auch in einer Anzahl, wie sie selbst Wolfsburg trotz einiger Mühe gerade noch so unterkriegt, ohne Zelte bauen zu müssen. Vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken, dass wir es so ein bisschen sortieren. Also für Wolfsburg wären für mich so 2 Sachen wichtig. Nämlich einmal, wie bringen wir die Flüchtlinge unter? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Und da würde ich dann Jürgen, unseren Ratsherrn, auch nochmal ansprechen. Jürgen Lerchner, unseren Ratsherrn. Also im Verlaufe des Gesprächs, dass du vielleicht morgen aus der Ratssitzung mal kurz erzählst, was gestern zu dem Thema gelaufen ist, weil für Wolfsburg das natürlich auch wichtig ist. Hallo. Das wäre so das eine Thema. So wie ist deine Einschätzung da, Mackie? Wie machen wir das am besten und wie können wir auch in Wolfsburg eine Willkommensstruktur stricken? So, das wäre vielleicht jetzt so der erste Teil. Und der zweite Teil, was passiert denn konkret? Also für mich war es ja so, im Landtagswahlkampf habe ich mich sehr auseinandergesetzt mit den Wahlprogrammen, auch der SPD. Und da ging es ja auch darum, Paradigmenwechsel hat die SPD versprochen in der Flüchtlingspolitik. Und wenn ich jetzt höre, dass Herr Weil sagt, dass es sehr wichtig ist, die Leute aus den ehemaligen Balkanstaaten also sofort wieder abzuschieben, da frage ich mich, was hat das noch mit Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik zu tun? Was hat das mit Willkommenskultur zu tun, mit Menschlichkeit? Als letztes vielleicht über den konkreten Fall, wo du mich ja auch gebeten hast, als Bundestagsabgeordnete auch da nochmal Stellung zu nehmen und mich zu Wort zu melden, was ich natürlich auch gerne gemacht habe. Also vielleicht fangen wir bei der Unterbringung und Willkommenskultur an. Ja, es ist richtig, wenn Flüchtlinge, die aus ganz anderen Ländern zu uns kommen, zunächst in sogenannten Sammelunterkünften aufgefangen werden, um erste Orientierungen zu bekommen. Erste Orientierung heißt,
klein bisschen Deutsch, ein klein bisschen Gewöhnung an unser Klima, an unsere Kultur, an unsere Verhaltensweisen. Also, und in dieser etwas geschützten, von der etwas geschützten Unterkunft aus wichtige Behördengänge gemeinsam mit jemandem zu unternehmen, Briefe gemeinsam mit jemandem zu lesen und einfach jemanden zu haben, dem man vertrauen kann und der auch mal ja, unsere Gepflogenheiten etwas näher bringt. Dann allerdings muss ich sagen, bin ich dafür, dass man so schnell wie möglich Flüchtlinge in Wohnungen verteilt unter hier Geborene bringt. Also nicht wieder in Pulks in Wohnungen und zwar begleitet von dezentralen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Das gibt es zum Teil, aber natürlich, die kann man, ich glaube, an drei Fingern abzählen. Und immer wieder schnell Platz machen in den schon gebauten Flüchtlingsunterkünften und die Flüchtlinge begleiten, wo sie es nötig haben. Das wäre auch in Wolfsburg möglich. Wir haben also schon lange, als es so aussah, als ob wir neue Flüchtlingsunterkünfte brauchen, auf Don Camillo und Pepone hingewiesen. Ich wohne in Detmold, ich wohne daneben an. Ich sah zum Beispiel, wie da renoviert wird und ein Stadtrat hat mir eben, oder der erste, Herr Dr. Borcherding, Herr Borcherding hat mir eben sehr früh gesagt, ach, das geht ja gar nicht, das ist so ein Konsortium, da kommen wir nicht ran, können wir nicht kaufen und das ist ja so schlecht. Ich habe mich mit eigenen Augen versichert, die Nordseite ist schlecht, die anderen Wohnungen sind prima und zum zwei Drittel steht dieses Riesengebäude leer. Zwei Blöcke sind es, ja, und in Westhagen ist genau dasselbe. Da ist also eine Libanesin zum Beispiel, die wir gut kennen, mit 6 Kindern aus einer großen Wohnung ausgezogen. Vor 4 Jahren. Und die Wohnung war, ich habe sie natürlich dort auch besucht, die Wohnung war wunderschön. Jetzt wird sie nicht mehr wunderschön sein, weil sie eben leer steht. Diese Riesenbauten sind von außen nicht schön. Aber wenn man guten Willen hat mit einer entsprechenden Infrastruktur, da gibt es Räume zum Feiern, man könnte einen Raum auf jedem Flur zu einem Treffpunkt machen, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel auch zwischen Menschen, die aus einem anderen Land kommen und Menschen, die bei uns geboren sind. Auf dem Flur, die einen wollen nicht, dass sie ihre 500 Schuhchen da ausbreiten und da könnte man halt ein Regal. Also es gibt viele Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu beseitigen oder zu gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das wäre unser Konzept. Ganz an der Stelle vielleicht, Jürgen, kannst du schon was sagen zu der Ratssitzung gestern, wie das im Bereich Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sein soll? Also welche Tendenz so beschlossen ist? Er muss jetzt nicht den ganzen Antrag unterbreiten, aber was geht und was nicht geht? Also wie so die Tendenz in der Diskussion war? Naja, wir haben gestern ich glaube 7 oder 8 Vorlagen zu dem Thema gehabt. Ich habe jetzt mal grob zusammengezählt, kann man noch mal genau hinterfragen, wie viele es sind. Das ist eine Gesamtzahl von um die 1000 Plätzen, die da beschlossen worden sind, die jetzt fertiggestellt werden in unterschiedlichen Stadt- und Ortsteilen. Wobei da auch gesagt worden ist, dass das wohl den Bedarf bis 2000, dass wir die Hoffnung haben, dass der Bedarf bis 2017 erfüllt ist. Leider sieht das ja so aus, dass dieser Strom von Flüchtlingen nicht abreißt, weil die Situation in der Welt halt in der uns umgebenden Welt so fürchterlich ist. Und deswegen werden wir uns da in Zukunft weiter Gedanken machen. Ich habe heute im Fernsehen in Nachrichten mitbekommen, was in Hamburg los ist, welche großen Auffanglager wieder bauen wollen, bis zu 1000 Menschen. Das sind natürlich fürchterliche Verhältnisse. Ich habe mich gestern in diesem Zusammenhang zu Wort gemeldet und habe nochmal eingedenk der Tatsache dessen, dass es so ist, wie Mekki dargelegt hat, aber eben auch in Westhagen ja entsprechender Wohnraum ist, dass wir uns doch auf jeden Fall Gedanken machen sollten darüber,
Ich habe das als Beispiel gesagt, wenn ich mich selber in einer Sammelunterkunft wiederfinde, dann fühle ich mich da mit Sicherheit halt nicht so wohl wie in einer eigenen abgeschlossenen Wohnung. Und das wird den Menschen, die da zu uns kommen, genauso gehen. Und deswegen sollten wir natürlich so schnell wie möglich versuchen, die Menschen in solchen Bereichen unterzubringen. Und ob wir denn nicht die Möglichkeit hätten, da sich die Verhältnisse ja geändert haben. Wir haben Wohnraumknappheit in Wolfsburg, aber dadurch, dass angekauft worden ist, haben sich die Verhältnisse dahingehend geändert, dass wir vielleicht doch Möglichkeiten haben. Wir haben das erstmalig in Fallersleben im Nordring gemacht, für einen vorübergehenden Zeitraum. Ende dieses Jahres müssen die Menschen da wieder raus, weil dann die Renovierung und Sanierung anfangen, aber und auch abgerissen wird, aber wir haben es gemacht. Ob man das denn nicht an anderer Stelle eben auch könnte, wo sich die Möglichkeit bietet für einen vorübergehenden Zeitraum, bis denn Sanierung, Renovierung, Rückbau oder sonst was eingeleitet wird, den Menschen Wohnraum zu schaffen, dann gewinnt man Zeit und in der Zeit ändert sich vielleicht was und man kann die Menschen dann woanders unterbringen. Ich habe da keine Reaktion drauf erfahren. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Herr Borcherding hat Verständnis in nicht genickt. Das hilft uns sicherlich nicht weiter. Wir müssen da nachhaken und nachfragen und nachstochern. Ich habe gesehen, ich finde jetzt die Stelle nicht. In einer dieser Vorlagen stand in der Begründung für Westhagen, wo die Suhler Straße erweitert wird, ausdrücklich, dass es um diese Bereiche, um die Dessauer Straße 14 bis 34 nicht geht. Mhm. Deswegen. Aber ich denke, dass es nicht geht. Das ist hier ausdrücklich ausgeschlossen. Und ich denke, man muss da trotzdem hinterher fragen, ob das nicht für einen bestimmten Zeitraum gehen kann. Also ja. Den Menschen ist ja dann schon geholfen, wenn sie 2 Jahre irgendwie untergebracht sind und in der Zeit nicht in Zelten leben müssen oder ja. In irgendwelchen Containern. Ganz kurz. Hier, ich kann da was zu sagen. Wir haben ja da in der Ortszeit gesessen bis abends um 10. Wir werden kein. Bitte West jetzt, ne? Ja, bitte West, muss ich dazu sagen. Wir werden keine Wohnung oder ähnliches wie Flüchtlinge finden. Kein was? Keine Wohnungen in irgendwelchen Gebäuden oder was. Wir werden hier in Mitte West ein Haus bauen müssen. Der Standort war so umstritten. Weiß alle, das Erste, was jeder sagt, ist natürlich, er hat nichts gegen Ausländer. Das ist vollkommen klar. Aber nicht aber vor meiner Haustür, ja. Genau. Wir haben 5 Standorte vorgeschlagen und entschieden wird jetzt im September, 15. glaube, wo die Leute hinkommen. Das war, was da passiert ist, möchte ich hier lieber gleich hier unter 4 Augen sagen, war nicht sehr gut. Aber keiner, wie gesagt, wir sind ja bis der selber. Das mit Sula kannst du alles vergessen oder Dirk-Kamille, das kannst du auch alles vergessen. Mhm. VW, das Gelände, kannst du auch alles abhaken. Da kommt nichts hin. Wollen die nicht. Also es geht ja dann auch um so eine grundsätzliche Einstellung. Ja, was möchte man? Ich habe hundertprozentig recht gehabt, was sie sagte, so das wäre die beste Lösung. Bloß sie haben nach meiner Meinung nicht kriegen. Ja, warum denn nicht? Ja, also weißt du doch selber, warum nicht, Mensch? Weil die Leute nicht wollen. Vielleicht können wir in dem Moment noch bei dieser Willkommenskultur, weil das wäre ja sozusagen der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und was ist jeder Einzelne bereit und was ist aber eben auch ein Ortsteil bereit oder eben auch eine ganze Stadt dazu zu tun, dass Menschen, die flüchten müssen, und ich unterstelle erstmal jeder Person, die flüchtet, dass es einen Grund dafür gibt. So, ja, es gibt die Gründe sind unterschiedlich und dann ist halt die Frage, ist es eine Flucht aus einem kriegerischen Gebiet, ist es eine Flucht wegen politischer Verfolgung oder ist es eine Flucht wegen wirtschaftlicher Verhältnisse? Und für mich ist es so, muss ich erstmal so sagen, dass alles diese Gründe sind, die akzeptabel sind, weil keiner verlässt seinen Heimatort einfach so aus Jux und Dollerei und begibt sich in solche Gefahren, wie zum Beispiel auf dem Mittelmeer, lässt sich ausnehmen bis auf die Knochen von Schlepperbanden und so weiter und so weiter. Aber für mich wäre jetzt an Mackie nochmal die Frage,
Wie ist denn die Umgehensweise in Wolfsburg? Also wie wird denn in Wolfsburg mit Flüchtlingen umgegangen? Gibt es da so eine Differenzierung? Also die einen ja und die anderen eher nicht? Oder gibt es da gar nicht so eine Differenzierung, sondern eher so eine Zurückhaltung? Naja, wir müssen da helfen, aber wir wissen noch nicht wie und so. Also ich habe nur einen bestimmten Blickwinkel und kann das auch nur von diesem Blickwinkel aus sagen. Oberflächlich bin ich begeistert darüber, wie viele Individuen, einzelne Menschen wirklich mit offenen Armen Flüchtlinge empfangen und fragen, wo kann ich irgendwie Unterstützung leisten und hilfreich sein. Das ist auf ganz vielen Gebieten zum Glück ganz von alleine so. Es fängt aber schon natürlich eine große Skepsis da an, so wie sich Flüchtlinge dem Rathaus nähern. Da ist also in der Ausländerbehörde zum Beispiel sogar eine interkulturelle Bildung durchgeführt worden, weil eben sehr schroffe Verhaltensweisen da vorherrschten. Aber das hat tatsächlich nichts gebracht. Also das heißt, ich wünsche mir von Seiten der Stadt da noch viel mehr Engagement, dass man wirklich auch das Personal noch mal in die Pflicht nimmt und eben nicht die Steinbeißer da hinsetzt, wo Menschen mit unsicherem, großer Angst hinkommen. Ansonsten sehe ich, dass die Wolfsburger Nachrichten, die wir haben, also eine im Moment sehr gute Pressearbeit im Sinne der Flüchtlinge machen. Sie haben eine ganze Reihe gehabt, in der über Flüchtlingsrechte und Flüchtlingspflichten aufgeklärt wurde, aber nicht in boshafter Weise, sondern wirklich um Sympathie zu erzeugen. Und dasselbe geschieht auch in Berichten über einzelne Flüchtlinge, wo also wirklich meiner Meinung nach was Besseres nicht getan werden könnte. Also ein Klima der Freundlichkeit schon vermittelt wird. Und wir haben zum Glück auch das Integrationsreferat, ein Vertreter sitzt hier, die sich also in Dollarweise, wirklich ungewöhnlicherweise für eine städtische Institution für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen, also und auch materiell uns unter die Arme greifen. Also wir haben zum Beispiel einen Schulungsraum, wo anfangs Deutsch oder Alphabetisierung für arabisch sprechende Menschen von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt wird. Und wir haben da also wirklich ohne große Bedenken so ein Whiteboard bekommen und einen Flipchart bekommen. Und wir kriegen also wirklich viel Unterstützung vom Integrationsreferat. Und jetzt würde ich, glaube ich, abgeben an Kai. Wir haben die Zeit ein bisschen überbrückt und sind auf die spezielle Wolfsburger das kannst du mir überlassen. Situation eingegangen. Nee, ich bin noch nicht ganz am Ende, weil wir begrüßen natürlich Kai Weber recht herzlich, der jetzt gerade eingetroffen ist. Wie gesagt, wir haben die Zeit überbrückt mit Mäcki von der Wolfsburger Flüchtlingshilfe. Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage, weil ich würde es schon am Ende auch ein bisschen rund haben. Also ich sage mal, wir sprechen jetzt nicht über den einzelnen Fall. Das können wir vielleicht am Ende dann nochmal, wenn wir gemeinsam nochmal reden, machen, wenn du Interesse hast, das nochmal zu sagen. Aber was ich also gut finde, ist, dass es auch eine positive Zusammenarbeit gibt, so dass ihr Unterstützung auch von der Stadt bekommt. Das finde ich, es ist nicht in allen Städten so. Trotzdem gibt es ja auch in Wolfsburg Holperigkeiten, so wie wir auch alle schon mitbekommen haben, mit persönlichen Schicksalen, die wir mitbegleitet haben, aber vor allen Dingen auch du bzw. ihr in der Flüchtlingshilfe. Und meine Frage wäre jetzt, wenn man sich in dem Bereich engagieren möchte, also wenn man da jetzt mithelfen möchte, wenn man zum Beispiel zu Behördengängen begleiten möchte und sich aktiv einbringen möchte in die Flüchtlingshilfe. Wie geht das? Was muss ich machen? Wo kann ich mich hinwenden? Und was kann ich da überhaupt tun?
Also im Moment ist es am einfachsten, sich an die Flüchtlingshilfe Wolfsburg über Telefon oder demnächst hoffentlich übers Netz zu wenden. Wir sind jetzt dabei, eine Webseite aufzubauen, eine Homepage aufzubauen. Ansonsten wird es ab Herbst, glaube ich, eine bei der evangelischen Kirche angesiedelte Stelle geben mit anderthalb oder zwei, also Kräften, die diese Gespräche führen. Man muss sagen, im Moment rufen die Leute eigentlich, es ist so ein Netz von Menschen, die sowieso schon in den verschiedenen Unterkünften tätig sind. Und das verbreitert sich immer mehr. Also das ist irgendwie so, wie die Flüchtlinge ihre Informationsnetze haben, so haben wir die auch. Und tatsächlich ist es aber richtig, dass auf diese freiwillige Arbeit im Flüchtlingsbereich auf eine organisierte Basis zu stellen. Es ist tatsächlich so, dass auch nicht jeder das machen kann. Nicht jeder, der ein gutes Herz hat, kann dahin und sagen, ich helfe euch jetzt. Und erstens, es muss was gesagt werden dazu, dass wir Ehrenamtlichen keinerlei rechtliche Tipps geben. Und wenn es noch so gut gemeint ist, man muss sehr vorsichtig sein, weil man ganz viele Fehler machen kann. Und dann ist plötzlich eine Tür zu, die sonst noch offen gewesen wäre. Auch die psychische Verfassung ist nicht unwichtig. Man hat oft mit selbstverständlich schwer traumatisierten Menschen zu tun. Und wenn man selber dann aus einer Schwäche heraus sagt, oh, jetzt tue ich jemandem was Gutes und dann geht es mir auch wieder gut, das ist ja oft so, dann kann das eben auch gar nicht so sinnvoll sein. Und es ist richtig, wenn also eine Anlaufstelle ist, die mit den Menschen spricht und sagt, was können sie sich vorstellen, in welchem Bereich, und dann eben nicht überbelasten, sondern eine Sache und die zuverlässig machen oder vielleicht eine Patenschaft übernehmen und die zuverlässig machen, weil man kann auch ganz schnell aufgefressen werden in dieser Arbeit. Ja gut, dann habe ich jetzt so verstanden, es ist wichtig, eine professionelle Basis zu haben für die Arbeit, auf der sich Ehrenamtlichkeit eben dann auch stattfinden kann, wo es möglicherweise auch Schulungen gibt, so dass ich meine eigenen Grenzen kennenlernen kann und auch mal darüber nachdenke, was geht eigentlich, was geht nicht, und dann zum Beispiel mit dir darüber sprechen kann, was so im Rahmen meiner Möglichkeiten dann wieder möglich wäre. Dann danke ich dir dafür, dass du hier uns ausgeholfen hast, aber es war ja nicht nur aushelfen, sondern es war ja unser Wolfsburger Problem. Wir haben jetzt ja gerade auch mit Unterkünften so die Situation, dass es schwierig ist und wir die Wolfsburger Situation natürlich auch besprechen wollen. Das hätten wir sonst am Ende gemacht. Jetzt haben wir es halt vorgezogen aufs Podium. Mackie, vielen Dank dafür. Bitte schön. Ja, ganz klasse. Ja, das ist trotzdem super klasse, dass es noch geklappt hat, dass du hier bist. Ich muss dazu sagen, Kai und ich, wir kennen uns aus meiner Arbeit als Landtagsabgeordnete. Ich bin damals, also so lange ist auch noch nicht her, innenpolitische Sprecherin gewesen. Ich war mehrfach bei euch in Hildesheim und wir haben Dinge beraten und haben auch Dinge gemeinsam erreicht über alle Fraktionen hinweg, muss man auch mal so sagen. Es ist eine mühselige Arbeit, aber wir haben tatsächlich da Erfolge errungen, und jetzt ist Flüchtlingspolitik ja wieder ein super Thema, aber vielleicht willst du ein paar Worte zu dir selber sagen vorweg, und dann würde ich in das Thema ganz bisschen einführen und dann würde ich dich löchern. Ja, gerne, also wie ihr wollt. Kai Weber, ich arbeite als Geschäftsführer des Flüchtlingsrats, einer Organisation, die jetzt 30 Jahre alt ist. Die entstanden ist 1984 aus Initiativen wie der Flüchtlingshilfe Wolfsburg und anderen Gruppen, die damals zusammenkamen, quartalsmäßig, um sich auszutauschen. Und diese Ratschläge der Initiativen war die Geburtsstunde des Flüchtlingsrats. Das hat sich dann im Laufe der Zeit professionalisiert. Wir haben Stellen gekriegt, Projekte gemacht und sind jetzt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie haben ein sehr heterogenes politisches Spektrum, das reicht von VVN bis Caritas, haben wir also ein sehr breites Spektrum, auch viele Einzelpersonen. Und ich glaube, es ist typisch für unseren Politikbereich, dass sich in der Flüchtlingsarbeit Menschen sehr unterschiedlicher
politischer Lager engagieren, die sich ansonsten wenig angucken. Also von kirchlichen Kreisen, religiösen Kreisen bis hin zu Antifa-Gruppen und so weiter findet sich eine bunte Palette unterschiedlicher Initiativen. Und das macht es manchmal spannend. Ja, das kann ich unterstreichen, wie ich eingangs ja schon gesagt habe. Es geht bei der Flüchtlingsarbeit und bei der Hilfe und Umsetzung von Möglichkeiten ja im Wesentlichen nicht darum, sich selber zu profilieren als Politikerin oder als Politiker. Das findet natürlich trotzdem statt, aber wir haben halt einzelne Fälle gehabt, und einzige Situationen, wo wir es tatsächlich geschafft haben, im Niedersächsischen Landtag von links bis von Linke bis CDU gemeinsam zu arbeiten und wirklich einfach auch Dinge zu machen, über die man dann auch nicht spricht, und das haben auch alle nicht gemacht. Und das muss ich einfach mal sagen, da ging es tatsächlich um die Sache, und das fand ich gut. Wir haben jetzt eine Situation, dass immer mehr Menschen flüchten vor Krieg und vor Elend, vor wirtschaftlicher Not. Im Moment sind es so, dass wir mehr als 50 Millionen Flüchtlinge haben, Asylsuchende, aber eben auch Binnenvertriebene. Und wir haben die Situation, dass die meisten in ihrem eigenen Land auf der Flucht sind. Also die meisten Flüchtlinge sind im Grunde Binnenflüchtlinge, 16,7 Millionen flüchten in andere Länder, und allein aus Syrien kommen im Moment 2,5 Millionen Flüchtlinge. Also wenn die Zahlen ein bisschen anders sind, kannst du immer gleich dazwischen haken. Also UNHCR hat letzte Woche neue Zahlen gebracht, danach sind es jetzt 60 Millionen und um die 40 Millionen IDPs, also Internal Displaced People, Flüchtlinge im eigenen Land. Okay, das ist ja dann schon mal nochmal ganz, ganz deutlich anders. Und wir haben in Europa und in Deutschland ja eine besondere Flüchtlingspolitik, auch mit dem Abschotten und Abgrenzen durch Frontex. Also wir bauen eine Festung Europa, in die wir auch nur die reinlassen wollen. Ich habe das im Landtag immer so gesagt, die wirtschaftlich verwertbar sind. Andere sagen es anders, manche sagen nützlich und nicht nützlich. So, das heißt also die eine Ausbildung haben, die Ingenieure, die wir gerade brauchen können, oder andere Berufszweige, die sind gern gesehen. Aber Menschen, die aus der Not herauskommen und eben keine Scheine vorlegen können, sind eben nicht sehr gern gesehen. Und die Situation, die wir haben, ist ja, dass in den letzten 15 Jahren im Mittelmeer ungefähr 23.000 Menschen ertrunken sind auf der Flucht. Und in diesem Jahr sind es bereits 1.800 Menschen, die in diesem Massengrab Mittelmeer den Tod gefunden haben. Von denen man das weiß, ja, natürlich, genau so muss man es sagen. Und wir hatten ja diese große Katastrophe vor Lampedusa 2013, da gab es ja in der Politik jetzt auch mal so einen Ruck, wo gesagt wurde, das geht so nicht, und alle waren traurig und haben sehr betroffen auch reagiert, aber in der Umsetzung muss man jetzt einfach mal so sagen, ja, ist das nicht passiert, also ganz im Gegenteil. Also wenn ich jetzt so Leute höre wie Herrn Seehofer oder andere Politiker dieser Gesinnung, sage ich mal so, da wird mehr Angst und Bange. In der generellen Bewertung hast du natürlich recht, aber es lohnt sich, glaube ich, schon auf die Feinheiten zu achten. Wir waren selber misstrauisch, als die italienische Armee nach dem Unglück vor Lampedusa am 3. Oktober 2013 erklärt hat, wir machen das jetzt militärisch, wir schicken jetzt Militärboote. Haben wir gedacht, was soll denn dabei rauskommen? Aber Italien hat da durchaus Bemerkenswertes geleistet und innerhalb eines Jahres um die 150.000, die Schätzungen gehen da ein bisschen auseinander, Flüchtlinge tatsächlich aus dem Meer gerettet. In einer militärischen Aktion, die auch gegen Schlepper organisiert war und gerichtet war und insofern durchaus auch Ambivalenzen hatte, die unterm Strich aber tatsächlich eine bemerkenswerte Leistung erbracht hat. Und dass diese Aktion damals des italienischen Militärs nicht fortgesetzt wurde, lag ja nicht an den Italienern, die gesagt haben, wir wollen das weiterführen, aber wir wollen europäische Unterstützer haben, sondern es lag wesentlich auch an
der deutschen Bundesregierung, die gesagt hat, das ist uns zu teuer, diese Rettungsaktionen, die führen zu einer Verstärkung der Fluchtbewegung, wir schaffen Anreize, das waren so die Argumente. Und erst als dann nach Einstellung dieser Aktion und der Fortsetzung in der Aktion Triton erneut dramatische Schiffsunglücke sich ereigneten und die europäische Politik in erhebliche Legitimationsschwierigkeiten kam, hat man dann diesen nach dem Ende der italienischen Aktion sehr klein gezogenen Kreis wieder ein bisschen erweitert auf 30 Kilometer auf etwa 172 Kilometer Radius, in dem die Schiffe jetzt tätig sind im Namen von Frontex und tatsächlich auch Menschen wieder retten, aber erklärtermaßen eben auch Grenzsicherung betreiben sollen. Das heißt, diese neue Aktion ist stärker militärisch, stärker auf Abwehr gerichtet und weniger auf die Rettung von Menschenleben. Trotzdem muss man sagen, auch diese neue Aktion hat zu einem erheblichen Teil Menschen aus dem Meer gefischt. Auch die Bundeswehr hat mit mehreren Booten Flüchtlinge aus dem Meer geholt. Aber hier kämpfen auch innerhalb der europäischen Instanzen immer die Kräfte, die hier sozusagen auf eine Verbesserung der Rettung setzen, gegen die sozusagen vor allem den ordnungspolitischen Abschottungseffekt im Auge haben. Und diese Ambivalenzen muss man, glaube ich, wahrnehmen. Man muss gucken, wen kann man in welcher Debatte unterstützen und wer ist da im Zweifel auch für einen, auch jenseits von Parteiproporzen und Richtung gibt es durchaus auch engagierte Leute innerhalb des europäischen Apparates, auf die man setzen und die man unterstützen muss. Also was ich ein bisschen brisant finde, sage ich mal, ist, wir haben ja im Bundestag in einer Debatte so einen 10-Punkte-Plan diskutiert und da ging es unter anderem eben auch darum, als Maßnahme eben nicht so viel Flüchtlinge zu haben, die Boote der Schlepper zu zerstören. Ja, das ist ja immer noch in der Debatte. Und das, genau, das genau, ist immer noch in der Debatte, aber wir haben halt schon einmal drüber debattiert und da ist für mich so die Frage, Ist das denn überhaupt ein diskutabler Bestandteil? Kann man über sowas, also wie kann man überhaupt auf solche Gedanken kommen, frage ich mich. Ist es nicht sinnvoller zu sagen, also das Recht, Asyl zu beantragen, das hat ja jeder. Aber die Leute, die es nicht rüberschaffen, die haben das ja gar nicht. Also ist es nicht sinnvoller zu sagen, wir müssen einen Weg schaffen, dass Menschen, die flüchten, eben auch flüchten können und nicht ihr Leben aufs Spiel setzen und beziehungsweise es so zu handhaben, dass man die Menschen, die dann helfen, die daraus noch einen Gewinn machen, denen die Boote zu zerstören. Also ich denke, das ist keine Antwort darauf. Ja, das ist eine lächerliche Kampagne. Natürlich ist abzusehen, jetzt schon abzusehen, wenn es denn umgesetzt wird eines Tages, dass es zu Kollateralschäden kommt. Und dann wird das Bedauern tief sein darüber, dass man leider die Falschen getroffen habe. Das ist doch jetzt schon absehbar, wenn so etwas tatsächlich umgesetzt wird. Gegenwärtig rettet uns das Chaos in Libyen und die Tatsache, dass die libysche Regierung sich weigert, einer solchen militärischen Operation zuzustimmen. Sonst hätten wir sie wahrscheinlich schon. Ja. Welche Regierung? Es gibt ja zwei. Ja, mindestens zwei. So ist es. Also was ja Tatsache ist, ist, dass immer mehr Menschen flüchten. Das hab ich ja gerade schon mal angesprochen. Und das sind ja Menschen, die suchen halt eine neue Existenz. Sie wollen eine andere Lebensgrundlage haben. Sie wollen halt ihr Leben auch leben können. So, und die flüchten aus unterschiedlichen Gründen. Und meine Frage ist, ist es nicht besser, viel früher anzusetzen? Also da viel früher anzusetzen und einfach mal zu fragen, warum flüchten denn die Menschen? Aus welchen Gründen flüchten denn die Menschen? Also so einfach auch mal so analysieren und dann auch mal gucken, was ist denn unser Anteil daran, auch unserer Wirtschaftspolitik zum Beispiel, dass wir Menschen in solch eine Not bringen, dass wir Waffen liefern in Krisengebiete, die sich auf Menschen richten, die zu uns flüchten, aber hier nicht aufgenommen werden aus unterschiedlichen Gründen. So, wäre das nicht ein politischer, aus eurer Sicht und aus deiner Sicht jetzt, eine politische Herangehensweise, die viel humanitärer wäre und wo man auch viel menschlicher umgehen könnte? Also du hast vollkommen recht, man muss sich damit beschäftigen. Ich warne nur vor simplifizierenden Verkürzungen. Also
viele Flüchtlinge sagen, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört, und darin ist ein wahrer Kern. Aber wir können es natürlich nicht auf jede Fluchtsituation und immer verallgemeinern. Aber die generellen Zusammenhänge muss man natürlich in den Blick nehmen, von Zerstörung der Landschaften im Rahmen des Koltan-Anbaus. Die reichsten afrikanischen Staaten sind die, die am schlimmsten von Bürgerkriegen und Umweltzerstörung geprägt sind. Also Kongo könnte von seiner Struktur her ein sehr reiches Land sein. Ne? Andere Nigeria, andere Staaten, in denen sozusagen die Mafia der Energiekonzerne sozusagen ihr Ölgeschäft machen und dabei die Landschaften zerstören. Es ist ein alter Hut, dieser Zusammenhang von den Fischerbooten, die keine Funktion mehr haben, weil die Meere vor den Küsten so leer gefischt sind durch die internationalen großen Trawler mit den Schleppnetzen, dass die Fischer keinen Erwerb mehr haben. Natürlich gibt es diese Zusammenhänge in vielfacher Form. Natürlich verschieben wir unseren Industrieschrott und die ganzen Gifte und die Landschaft verseuchenden Reste in unseren Handys nach Afrika und bauen da die Naturschätze ab. Und wir leisten uns alle drei Jahre ein neues Handy. Das hat auch was mit unmittelbarer Lebensführung zu tun. Auch was mit uns allen, nicht nur mit den internationalen Konzernen. Aber man muss das eben auf verschiedenen Ebenen analysieren und sozusagen weder sagen, die Konzerne sind schuld und wir können nichts tun, noch das Ganze sozusagen auf so eine simple, jeder ist verantwortlich Ebene ziehen, sondern man muss die verantwortlichen Großkonzerne, die etwa riesige Ländereien in Afrika aufkaufen, um Getreide für Hundefutter herzustellen oder was auch immer. Ne, da wird das ist ein Ökostrom. Ja, einfach ist es, Getreide ist ein Spekulationsobjekt. Es gibt einen Weltmarkt für Getreide. Ne, es gibt Ländereien, die in riesigem Ausmaß über Hunderte, Tausende von Hektar Getreide herstellen in Ländern, in denen die Menschen hungern. Das sind Abstrusitäten, die sich natürlich ändern lassen müssen und in denen wir auch die Verantwortlichen bezichtigen müssen. Aber Verantwortung beginnt eben hier auch mit uns allen und unserem Lebensstil und der Frage, wie lange wir unser Handy benutzen und was für Lebensmittel wir einkaufen. Das ist die eine Sache, und die finde ich auch wichtig anzusprechen, dass jeder bei sich selber auch mal guckt, also wie ist das eigene Verhalten, was trägt man denn selber dazu bei? Das weiß man ja manchmal gar nicht. Manchmal ist das ja auch in Unwissenheit. Wir leben ja auch, sage ich mal, in einem ziemlichen Überfluss und sind das einigermaßen gewohnt und wissen gar nicht, wie es eben auch anders sein kann, nur vielerseits. Aber es ist natürlich auch eine Frage, also ich würde gerne so diese Wirtschaftspolitik nochmal ansprechen. Also gibt es oder andersherum ist es so, dass wenn ein Staat mit unserer politischen Ordnung und mit unseren wirtschaftlichen Vorstellungen übereinstimmt, dass wir dann eher Flüchtlinge aufnehmen? Oder ist es vielleicht auch so, dass wir Flüchtlinge, obwohl wir wissen, in einem Staat, da passiert viel Elend mit den Menschen, dass wir da Flüchtlinge nicht aufnehmen, weil es eine Partnerstaat ist oder sowas? Ist das was ihr diskutiert, oder ist das eher... Ich glaube nicht, dass es den Zusammenhang unmittelbar gibt. Wir haben furchtbare Katastrophen in der Zentralafrikanischen Republik im Moment, aber keine Flüchtlinge aus diesem Land. Kann man zynisch sagen, das Land ist auch uninteressant für uns. Aber ich glaube, die Flüchtlingsaufnahme funktioniert komplizierter, die Flüchtlingsbewegungen sind komplizierter und von anderen und vielfältigeren Faktoren abhängig. Es gibt aber indirekte Zusammenhänge natürlich. Dass wir eine vergleichsweise liberale Politik gegenüber syrischen Flüchtlingen pflegen, sie praktisch alle anerkennen, wenn sie denn überhaupt nach Deutschland kommen, hat natürlich zu tun mit der hohen Qualifikation der Leute. 20% Akademiker, 30% Handwerker. So, das sind Leute, die uns nützen. So, und da ist man eben dann auch generöser bereit und schneller bereit zu sagen, die erkennen wir alle an. Das war bei Afghanistan noch anders, obwohl die Situation dort strukturell ähnlich war. Nicht genauso, aber es gab ähnlich verheerende Bürgerkriegssituationen und eine Vertreibung
vieler, vieler Zehntausender von Menschen, die wurden die ganzen 90er Jahre nicht anerkannt. Man hat da gesagt, Bürgerkrieg sei kein Asylgrund und so. Ne? Das wurde dann irgendwann vom Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt. Man gesagt hat, die Intensität der Menschenrechtsverletzungen spielt auch eine Rolle und das muss man stärker berücksichtigen. Aber hier wird sozusagen ein gewisser Zusammenhang schon deutlich. Und dass wir umgekehrt die Situation von Roma-Flüchtlingen auf dem Balkan nicht als Verfolgungssituation einschätzen, dass es hier staatliche Kampagnen und Programmatiken gibt, diese Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen, hat natürlich auch mit diesem Sachverhalt zu tun, dass diese Personengruppe eben nicht qualifiziert ist und nicht systematisch integriert werden kann in den Arbeitsmarkt. Das sind aber Prozesse, die kompliziert zustande kommen. Da gibt es nicht eine Bundesregierung, die den Gerichten sagt, erkennt die nicht an, sondern es gibt einen komplizierten Mechanismus der Diskussion von Sachverhalten und gesellschaftlichen Notwendigkeiten und das setzt sich eben eher indirekt durch, scheint mir. Und mit allen Brüchen und Widersprüchen, die in der Diskussion eben auch zu finden sind. Das internationale Flüchtlingsrecht hat natürlich auch einen eigenständigen Kern. So, man wird nicht sagen können, Verfolgung schätzen wir nur danach ein, ob jemand aus qualifizierten und gebildeten Ländern kommt. Das stimmt so auch nicht. Also es gibt. Aber praktiziert wird es von unserer Politik so. Also das kenne ich aus Niedersachsen gar nicht anders. Es gibt einen indirekten Zusammenhang, aber ja. Es gibt natürlich auch immer wieder Entscheidungen, die der Politik unbequem sind. Hm. So, es gibt Entscheidungen, die eben auch Analphabeten ein Aufenthaltsrecht zu erkennen mit der Begründung, sie finden im Herkunftsland keine Anerkennung, keine Existenzgrundlagen, menschenwürdige. Hm. So, da gibt es eine Rechtsprechung zu, die ärgert die Bundesregierung. Also wir können das nicht sozusagen bruchlos zurückführen auf ein Interesse, das sich da irgendwie durchsetzt. Das ist klar, aber ich denke, also aus meiner Sicht wird das schon mit ausgespielt. Also da ich würde auf Roma und Sinti würde ich gerne gleich nochmal kommen, weil du weißt ja, ich bin im Kosovo gewesen, habe gesehen, was dort los ist. Aber ich würde gerne auf Frontex nochmal zurückkommen. Also für mich ist da nochmal, wenn man sich das vorstellt, Europa hat die Außengrenzen und da, wo die Flüchtlinge reinkommen, da müssen sie, das ist das Aufnahmeland, da müssen sie auch bleiben. Mhm. Aber Frontex hat ja sozusagen eine militärische Aufgabe, Europa abzusichern und da die Zäune hochzuziehen. Warum ist das so? Wir haben ein bigottes Flüchtlingsrecht insofern, als Asyl nur beantragen kann, wer die Grenzen überwunden hat. Wer vor den Grenzen erwischt wird, der kann noch keinen Asylantrag stellen. Es gab heftige Auseinandersetzungen und auch eine völkerrechtliche Feststellung, gutachterliche Feststellung, dass das internationale Flüchtlingsrecht auch außerhalb der Grenzen Europas beachtet werden muss. Es gibt nur niemanden, der darüber richtet. So, es gibt keine Instanz, an die man sich wenden kann. Und faktisch ist es so, dass Flüchtlinge erst zu ihrem Recht kommen, wenn sie die Grenzen überwunden haben. Deshalb haben wir diese furchtbaren Zäune und Markierungen. In Ceuta und Melilla haben wir 2 6 Meter hohe Zäune mit dazwischen gezogenem Stacheldraht. Wer da überhaupt rüberkommt, ist halb tot, wenn er rüberkommt. Das ist die Situation. Und wer versucht, sie zu umschwimmen, auf den wurde mit Gummi geschossen. Es sind furchtbare Verhältnisse, die auch sozusagen der eigenen Menschenrechtsrhetorik Europas hohn spricht in vieler Hinsicht. Wo es aber sehr, sehr schwer ist, sozusagen so etwas dann auch justiziabel zu machen und die Gerichte da anzurufen und die Verantwortlichen zu kriegen. Im Zweifel ist das dann auch immer so wie bei der Debatte um innerdeutsche Gewalt durch Polizei, eine anonyme Masse, die da handelt und keine Person, die man individuell feststellen kann. Aber das zeigt natürlich auch, dass wir europäisch eine Abschottungspolitik haben, also dass wir Flüchtlinge nicht haben wollen, also dass es generell sozusagen diese Festung Europa, wie wir immer so schön sagen, gibt und die auch weiter ausgebaut werden soll und dass eben möglichst wenigen nur die Möglichkeit gegeben werden soll, diese Hürden zu überwinden, um dann auch Asyl beantragen zu können. Also das ist ja sozusagen das, was dann manifestiert ist. Genau, das ist auch das, was in der Präambel des Aufenthaltsgesetzes steht, dessen Funktion es sei, zu steuern und zu begrenzen und zu integrieren. Das sind sozusagen die drei Topoi der Präambel, wie sie im Aufenthaltsrecht genannt sind. Und das organisiert und steuert auch die Migrationspolitik. Steuern insofern, als es natürlich auch einen Bedarf gibt. Wir hatten im letzten Jahr
nach Hochrechnungen oder Schätzungen bis November 1,4 Millionen Einwanderer nach Deutschland. Da kann man auch nicht von Abschottung reden. Das sind irre Zahlen. Ne? Rund 900.000 bis 1 Million Auswanderer, Personen, die Deutschland wieder verlassen hat, aber also Nettozuwanderung von 500.000 plus minus 100.000. Die Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht vor. Bis November ist das hochgerechnet worden. So ungefähr. Das macht ja deutlich, dass Deutschland in einem sehr hohen Maß auch angewiesen ist auf diese Migration. Sie nutzen und verwerten kann. Es gibt genügend Studien, Bertelsmann-Studie, verschiedene andere Studien, die sagen, diese Migration bringt auch Gewinne. Nach Abzug aller Transferleistungen profitieren die steuerlichen Kassen aus dieser Einwanderung, weil dieser Einwanderer mehr Steuern zahlen als eine Transferleistung unterm Strich zu erbringen ist. Insofern ist Migration, anders als das im öffentlichen Duktus immer wieder diskutiert wird, ein Gewinn, ein Geschäft. Ja, deshalb wird sie praktiziert. Man kann sich das auch praktisch überlegen. Eine Arztausbildung wird geschätzt auf 100.000, 200.000 Euro, kostet das für eine Person. So, man kann sich ausrechnen, was das bedeutet, wenn jetzt 10.000 Ärzte aus Syrien kommen, was das für Gewinne auch ausmacht, volkswirtschaftlich, und was für Schäden für die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Aber natürlich wollen und können wir das nicht volkswirtschaftlich hochrechnen. Wir müssen diese Argumente nur auch bringen, wenn uns immer wieder um die Ohren gehauen wird, was das angeblich alles kostet. Ich würde jetzt gerne noch mal zu dem Punkt, den du angesprochen hast, mit den Sinti und Roma ansprechen, weil ich finde, das ist noch mal ein ganz besonderes Thema, weil ich auch finde, dass Deutsche da in einer ganz besonderen Verantwortung sind, weil sie von uns auch verfolgt worden sind, ermordet worden sind, und zwar in sehr hoher Zahl. Ich bin selber als Landtagsabgeordnete im Kosovo gewesen, habe dafür gesorgt, dass es eine Reise des Innenausschusses gibt, aber ich war auch eine Woche vorher da und habe mir das angeguckt mit Personen aus einem Roma-Verein, sonst hat man natürlich auch keinen Zugang zu den einzelnen Leuten. Und ich habe mitgekriegt, was da los ist. Also wir haben auch in offiziellen Gesprächen mit dem UNHCR geredet, mit vielen Organisationen, mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, mit Menschen aus Bildungseinrichtungen, die sind uns da vorgeführt worden im offiziellen Teil. Aber eins war immer klar, Sinti und Roma hatten keinen Zugang zu diesen Dingen. Wenn sie dorthin abgeschoben worden sind, haben sie, wenn sie Glück haben, ein halbes Jahr die Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie haben fast keine finanzielle Versorgung, alles läuft nach einem halben Jahr aus oder es sind Fixbeträge von 70 Euro und so weiter. Und ja. Eins ist auch klar, das ist kein sicheres Herkunftsland. Also das muss man das muss man einfach wissen. So, und ich bin froh, dass ich mir das angesehen habe. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich habe wirklich noch nie so viel Leid auf so wenig beziehungsweise auf einem Haufen gesehen. Also ich habe da Dinge gesehen, das ist bei mir im Gehirn eingebrannt, und ich kann es nicht verstehen, dass man sagt, das ist ein sicheres Herkunftsland. Und ich weiß natürlich, dass der Kosovo in die europäische Familie wollte und sagen musste, sie nehmen alle Flüchtlinge zurück. Das war ja damals die Bedingung, da reinzukommen. Und sie haben dann Programme aufgelegt, sie haben fiktive Summen in den Haushalt gestellt für Integration, die nie angekommen sind. Das haben wir ja damals erfragt. So, und da ist meine Frage irgendwie, das geht immer noch weiter. Mäcki kann vielleicht, wenn du magst, von der einen Frau ganz kurz erzählen, was hier in Wolfsburg los ist. Da muss ich sagen, also da sträubt sich bei mir alles, und da schüttle ich mich und ich denke, wie kann sowas sein? Also was ist der Grund dafür, Menschen so in so ein Schicksal zu schicken, wo man genau weiß, was am Ende dabei raus ist. Manche Leute werden dort nicht überleben bei der medizinischen Versorgung, die sie haben. Sie sind wirtschaftlich auf Null gestellt. Die Arbeitslosigkeit der Roma ist über 90% im Kosovo. Die ärztliche Versorgung ist gleich Null. Die Wohnungssituation ist nach einem halben Jahr so, die leben im Bretterboden oder mit Teppichen zusammengefügte Hütten. Oder eben in diesem einen Hochhaus oder in diesen Bretterbuden, aber ohne Strom, ohne Licht, ohne Abwasser. Die Mütter und Väter schicken ihre Kinder nicht zur Schule. Einmal, weil sie das Busgeld nicht haben, aber zweitens auch, weil sie ihre Kinder nicht ungewaschen und mit dreckigen Klamotten zur Schule schicken wollen und schon gar nicht ohne Lehrmittel. So, und das ist doch eine Situation, das ist doch Verfolgung. Ja, wobei die
der Wortlaut der Genfer Flüchtlingskonvention das nicht als Verfolgung definiert. Ja, genau. Man kann sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention stützen, die von menschenrechtswidriger Behandlung spricht. Ja. Und die Konsequenz könnte etwa ein subsidiärer Schutz sein. Darüber hinaus sagen Menschenrechtsorganisationen, dass die extreme Form gesellschaftlicher Ausgrenzung einhergehen kann und in vielen Fällen auch einhergeht mit gesellschaftlicher Diskriminierung, systematischer Ausgrenzung, Verweigerung von Arbeit und so weiter. Und man insofern von einer Form von kumulativer Verfolgung sprechen kann, der sozusagen jedes einzelne Moment für sich nicht reicht, aber wenn man das in der Gesamtschau sieht, dann sehr wohl auch Verfolgungscharakter im Sinne der Konvention hat. So jedenfalls Human Rights Watch oder Amnesty International oder andere Pro Asyl, die sich dazu geäußert haben. Wenn wir uns die Bewertung dieser Situation in anderen europäischen Ländern anguckt, dann reibt man sich auch so ein bisschen die Augen, weil es durchaus andere europäische Staaten gibt, die das anders beurteilen. Schweiz etwa oder Finnland erkennt Balkanflüchtlinge zu 40% an. So, oder es gibt Anerkennungsquote für Bosnier in Frankreich von 20%. So, wir sind in einem gemeinsamen europäischen Kontext und wir haben ein gemeinsames Verfahren zur Organisation der Verteilung von Flüchtlingen, aber offensichtlich sehr unterschiedliche Kriterien der Entscheidungsfindung und das wirft schon eine ganze Menge Fragen auf. So, trotzdem, also ich sehe das genauso wie du. Ich glaube trotzdem, dass es falsch ist, die Unterschiede zwischen dem Terror in Syrien und der Situation im Kosovo zu verwischen. Wir müssen auch diese Unterschiede wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass sich im Kosovo, dass das Armenhaus Europas ist, zeitweise sozusagen der Mittelstand da aufgemacht hat, weil er auch keine Perspektive hat, auch keine Arbeit hat. Aber nicht, weil er sozusagen gesellschaftlich diskriminiert ist, sondern weil er ein besseres Leben sucht. Das haben alle Menschen zu allen Zeiten der Welt getan, dass sie ein besseres Leben haben wollten. Das ist ja nicht ehrenrührig. Na, die Frage ist, ob es unter das Asylrecht subsumiert werden kann. Und an der Stelle würde ich die Kritik anders formulieren. Wir haben in den 90er Jahren ähnliche Flüchtlingszahlen aus Polen zum Beispiel gehabt. Da sind 100.000 Polen als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Da hat Deutschland auch geschrien, Missbrauch, Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter. Aber man ist anders damit umgegangen. Man hat Werksverträge, Saisonarbeit, so fragwürdig das im Einzelfall gewesen sein mag, Joint Ventures, gemeinsame Projekte gemacht, hat irgendwie versucht, Polen an Europa heranzuführen, Entwicklungen möglich zu machen, die im Ergebnis sozusagen eine gemeinsame Anbindung Polens an die EU öffnen und ermöglichen sollte. Und die Frage ist ja für mich, welche politische Antwort hat denn Europa auf den Balkan? Wo ist denn die Perspektive und die politische Strategie der Umsetzung? Die ist eigentlich nicht so recht zu erkennen. Na, wir können ja keinen Zaun um den Kosovo ziehen und sagen, wir mauern euch jetzt ein, ihr kommt nicht mehr raus. Naja, das kommt dazu. Man hat ja auch eine Verantwortung in einem Land, in dem man Krieg geführt hat, Angriffskriege geführt hat. Das ist doch keine Frage, dass sich sozusagen an dem Punkt Europa auch anders gefordert sehen muss. Und heute hat der Scholz wohl eine Initiative gestartet zu sagen, wir machen jetzt ein Wirtschaftsprogramm zur Ermöglichung von befristeter Beschäftigung oder sowas. Ich glaube, in die Richtung muss man tatsächlich denken und sehen, dass man Alternativen zur Asylantragstellung schafft, dass man Leuten Möglichkeiten einer Beschäftigung hier schafft. Wenn wir denn so große Bedarfe haben, warum denn nicht aus dem Kosovo befriedigen? Also andere Strategien fahren als die der repressiven Unterdrückung und Festnahme und Zurückschickung und der Lager, all das kann doch keine Antwort auf Dauer sein. Also um auf dieses Verwischen nochmal zurückzukommen, das finde ich auch. Also ich finde, man muss nicht die Gründe verwischen und sagen, ja, das ist alles so eine Sache und alle sind irgendwie in ihrem Sinne verfolgt. Ich finde sogar, man muss eine Flucht immer sehr individuell sehen. So, man kann nicht sagen, das sind die Menschen, die kommen daher und das sind die Menschen, die kommen daher und deshalb sind die alle geflohen. Das ist, denke ich, jeder hat und jede Familie oder jede einzelne Person hat da auch
auch eine ganz individuelle Geschichte. Und das würde ich deshalb gerade eben auch nochmal unterstreichen. Ja. Aber es ist, wenn man in die Praxis sieht, also es ist ja mal so, hier zu sitzen und darüber zu reden, ist ja das eine, aber Dinge tatsächlich zu begleiten so, und zu sehen, was passiert. Also in Wolfsburg zum Beispiel ist eine Roma-Familie abgeschoben worden, da hatte der Vater einen Arbeitsvertrag bei VW. Da fragt man sich doch natürlich auch, warum muss das denn sein? Die sind integriert gewesen. Also Integration ist auch immer noch mal auch eine individuelle Geschichte. Aber nach dem Sinne, wie Politiker, die meisten Politiker das so sehen waren, war diese Familie integriert. Das ist so eine Frage. Und den Fall, den Mackie zu berichten weiß, das ist auch sowas. Da frage ich mich, wie kann sowas sein und wie kann sowas auch vor der Härtefallkommission keinen Bestand haben? Mackie, vielleicht kannst du es kurz schildern. Es gibt eine kleine Roma-Familie, ein Ehepaar und eine Tochter, die 21 Jahre alt ist und seit ihrer Geburt gelähmt ist. Die haben es irgendwie hierher geschafft und Tatsache ist, seitdem sie hier sind, sollen sie abgeschoben werden. Ein knappes Jahr, glaube ich, sind sie jetzt da. Nehmen alle drei am Deutschunterricht teil und es herrscht da zum Beispiel auf der Ausländerbehörde ein sehr böser Satz gesprochen worden. Wir haben also drei Abschiebungen irgendwie konnten verstreichen, dass sie nicht abgeschoben wurden. Und jetzt hat der Sachbearbeiter zum Beispiel gesagt, das Bonbon ist gelutscht. Ja, also das, ich weiß nicht, welches Bonbon er meint. Jedenfalls hat diese Familie für die junge Frau auch nicht mal einen Rollstuhl bekommen, sondern den hat der Hausmeister von seiner Tante geholt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir von der Flüchtlingshilfe aus die Hälfte eines neuen Rollstuhls bezahlen werden. Aber es wird schon wieder mit den Füßen gescharrt, dass sie abgeschoben werden sollen. Was wir unbedingt verhindern müssen, weil der Mann hat weder Arbeit, keine Wohnung. Diese junge Frau kann nicht alleine trinken, sich nicht kratzen, sie kann nichts alleine. Ja, die ist also total auf eine Rundumbetreuung angewiesen. Und ein Aufenthalt im Anna-Stift, den wir eben ermöglicht haben durch Geld sammeln, wo sie gründlich untersucht wurde, hat ergeben, dass man durchaus was physiotherapeutisch machen könnte, ihre Finger strecken und vielleicht so weit bringen, dass sie eine Tastatur betätigen kann und die eine Tasse halten kann, um zu trinken. Sie lernt fantastisch Deutsch, muss man sagen. Und der Vater ist Maler, der möchte gerne arbeiten. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr bitter und man traut sich wirklich gar nicht. Mhm. Naja, und das ist klar, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, eben gerade auch im Kosovo, ist, dass wenn eine Person, die so auf Hilfe angewiesen ist und auch auf medizinische Versorgung, die ist da ja nicht gegeben. Also das heißt, die Überlebenschancen sind tatsächlich nicht sehr groß. Ja. So, das ist eben, also das ist sozusagen das, was uns hier in Wolfsburg berührt. Da wäre nochmal für mich die Frage, weil ich aus dem Thema ja auch ein bisschen raus bin, so die Härtefallkommission, was sind das für Hürden, die dazu zum Urteil führen können, dass man sagt, ja, dem können wir leider nicht zustimmen, diesem. Ja, es hat das Formale oder einfach Pannen gegeben, auch in im Ablauf. Die Debatte um die Härtefallverordnung hat sehr lange gedauert. Es gab heftige, vielfältige Diskussionen, weil die Ausländerbehörde oder das Innenministerium vermeiden wollte, dass jede Abschiebung gestoppt werden kann durch einen zweiten Härtefallantrag. Und am Ende ist eine Verordnung rausgekommen, die sinngemäß lautet, wenn denn eine Abschiebung eingeleitet ist, dann lässt sie sich durch einen Antrag an die Härtefallkommission nicht mehr aufhalten, wenn zuvor die Person zweimal ausdrücklich auf die Möglichkeit eines Härtefallantrags hingewiesen worden ist. Und das ist in dem Fall wohl passiert, ohne dass ein Härtefallantrag gestellt wurde. Das heißt, da hat die Familie entweder die Briefe nicht verstanden oder nicht gelesen oder das Umfeld hat geschlafen, wie auch immer. Diese Frist war um und danach war aus formellen Gründen der Antrag nicht mehr zulässig. So. Das war der Hintergrund. Wir haben dann, und das ist ja im Wesentlichen auch Mackies Verdienst,
alle möglichen Personen eingeschaltet und versucht, das auf politischem Wege noch aufzuhalten. Und das ist ja eine Weile gelungen, um zumindest nochmal die Begutachtung hinzukriegen. Materiell rechtlich ist die Situation die, dass eben Bundesamt und Gerichte auch entschieden haben, eine Versorgung von solchen Spastiken ist grundsätzlich auch in Serbien möglich oder im Kosovo möglich. Und insofern gäbe es in dem Sinne keine Abschiebungshindernisse aufgrund der Krankheit. Da kann man Zweifel haben, aber natürlich kann man auch durchsetzen, dass in Serbien eine solche Behandlung stattfindet. Das müsste man dann auch nochmal prüfen. Aber klar, also die strukturelle Problematik ist in der Tat die, dass es formal Rechte gibt, die tatsächlich oft nicht durchsetzbar ist, weil der Kosovo in vieler Hinsicht auf Bestechung funktioniert und man immer Backschisch braucht, um Leistungen zu kriegen, die eigentlich allen zustehen müsste. Ja, sicher. Ja, das ist Teil des Problems. Vielleicht noch eine Frage oder eine Einschätzung von dir, bevor wir vielleicht miteinander dann noch mal ins Gespräch kommen, ist, was die Politik betrifft, also so politische Umsetzung beziehungsweise auch Aussagen. Es ist, wir haben ja die Situation, dass immer mehr Flüchtlingsheime brennen, dass immer mehr Verfolgung und Rassismus stattfindet. Und meine Frage ist, wird das geschürt, deiner Meinung nach, ja, auch natürlich, durch Aussagen von Herrn Seehofer und anderen, ja, die eben sich politisch eben gegen Einwanderung, gegen Flüchtlingsaufnahme und so weiter wenden? Ja, natürlich ist das so. Das ist ja keine Frage. Wenn man sich Herrn Seehofer anhört, dann muss man sich nicht wundern, dass Flüchtlingswohnheime brennen. Das ist keine Frage. Das ist sozusagen klassische Form des Skinheads mit Schlips und Kragen, der sozusagen zündelt und dazu beiträgt, dass die Stimmung kippt. Ich glaube, dass das ähnlich in Sachsen ist, wo wir auch eine ähnliche Debatte haben und eine sehr uneindeutige Positionierung des Innenministers, der viel, viel Verständnis immer hatte für alle Rassismen, die da grassieren. In dieser Hinsicht bin ich mit Pistorius durchaus zufrieden. Er hat sehr deutlich und immer wieder auch öffentlich erklärt, er würde genauso handeln wie jeder Balkanflüchtling und welcher Familienvater oder welche Familienmutter würde nicht sich aufmachen und ein besseres Leben suchen. Insofern habe ich an dem Punkt an ihm keine Kritik. Es gibt andere Dinge, wo wir mit ihm... Aber der Ministerpräsident Weil hat sich anders ausgesprochen. Also er hat gerade gesagt, die Balkanflüchtlinge sollen so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden. Abgelehnte Asylbewerber abschieben, hat er gesagt. Ja. Naja, die rechtspolitische Debatte ist natürlich zu führen. Und wenn wir uns sozusagen auf Völkerrecht und Schutznormen stützen, dann ist es aus meiner Sicht noch nicht verwerflich zu sagen, diejenigen, die sich nicht auf diese Schutznormen stützen können, die müssen auch wieder gehen. Das ist sozusagen in die Logik eines jeden Flüchtlingsrechts eingeschrieben. Sonst könnte man gleich sagen, wir brauchen kein Flüchtlingsrecht, wir brauchen Arbeitskräfte oder so. Also wenn wir ein Verfahren machen und Personen anerkennen und ablehnen, dann ist eben die Konsequenz, dass die Abgelehnten nicht die gleichen Rechte haben wie die Anerkannten. So, im Kern kann ich dieser Logik folgen, wo unsere Kritik richtet sich insofern nicht darin, dass gesagt wird, ordnungspolitische Maßnahmen finden statt, sondern wie wird denn diese Schutzbedürftigkeit gemessen? Wird sie angemessen, nach angemessenen Kriterien erfolgt sie und trifft sie die richtigen oder werden da Leute durch die Maschen fallen, die doch schutzbedürftig sind, weil sie bei Rückkehr ins Herkunftsland in Situationen fallen, in denen sie eben nicht menschenwürdig leben können? Gut, dann habe noch eine Abschlussfrage, aber ich würde würden wir gemeinsam noch mal ins Gespräch kommen und dann, wer jetzt eine Frage hat oder eine Anmerkung, Alfred? Mich würde noch mal interessieren, wie die Zuteilung die Zuteilung der Flüchtlinge auf das Land verfolgt wird. Es scheint mir doch manchmal sehr fragwürdig zu sein. Ich habe noch so im Kopf, dass vor etwa vor einem guten Jahr der Bürgermeister von Goslar gesagt hat, wir würden eigentlich gerne mehr Flüchtlinge kriegen, wir verlieren Bevölkerung, gerade Familien würden wir gerne, schickt uns die, wir nehmen die auf, wir freuen uns, weil wir, und nach einem halben Jahr hat er gesagt, ich gebe es auf, ich kriege keine, also da scheint mir doch ein bisschen was dagegen, in andere Gebiete wieder, wird so viele Flüchtlinge
hingeschoben, in Anführungszeichen, dass die Probleme groß werden. Also gibt es da nicht eine Möglichkeit, dafür eine bessere, sicher, besser zu machen? Sicher sollte man darüber nachdenken, da flexibler zu sein, als das bisher der Fall ist. Wir haben ein relativ rigides Verteilungssystem, was nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels einen bestimmten Prozentsatz aller Flüchtlinge in Niedersachsen zuweist. Das sind im Moment 9,4% oder sowas. Der Schlüssel ändert sich jedes Jahr. Und die Leistung dieses deutschen Systems besteht darin, dass tatsächlich jeder Flüchtling, und wenn es 400.000 sind, alle 400.000 Flüchtlinge irgendwie ein Dach über dem Kopf kriegen. So, das ist, unterscheidet uns von Italien oder anderen Ländern, denen das eben nicht gewährleistet ist und denen wir sozusagen fatale Formen der Missachtung dieser elementaren Grundrechte von Menschen beklagen. Die Kehrseite des Ganzen ist freilich, dass wir eine relativ bürokratische Verfahrensabläufe da haben. Es kann uns passieren, dass ein syrischer Onkel eines Flüchtlings, der als Neffe zu ihm kommt und der bei ihm wohnen könnte, durch dieses Verteilungsmechanismus nach Mecklenburg-Vorpommern geschickt wird. Und das Ergebnis vom Lied ist, dass die Wohnung des Onkels leer steht und der Flüchtling in Mecklenburg-Vorpommern öffentlichen Wohnraum in Anspruch nehmen muss. Das ist ein bisschen schizophren. Dieser Vorschlag des Goslarer Oberbürgermeisters, der dafür viel Haue von seinem Verwaltungschef gekriegt hat, da gab es ja auch intern dann Reibereien, der verweist darauf, dass sozusagen es ja Kommunen gibt, die ein elementares Interesse auch an Zuwanderung haben. Dem gehen alle möglichen Steuern flöten und der will seine Bevölkerungszahl heilen und die Infrastruktur aufrechterhalten können. Irgendwann muss er Bäder schließen, macht sozusagen eine Gegenrechnung auf und sagt, wenn wir keine Zuwanderung kriegen, dann blutet die ganze Gemeinde oder der ganze Landkreis und wir profitieren davon, wenn wir mehr Leute kriegen. Natürlich ist es sinnvoll, auf solche Initiativen zurückzukommen und das nüchtern sich anzugucken. Was wir vermeiden wollen allerdings, ist, dass Flüchtlinge dorthin verteilt werden, wo sonst keiner mehr sein will. Und da hatten wir auch so ein bisschen Befürchtungen bei dieser Goslarer Initiative. Es gibt ja sterbende Dörfer im Harz, wo kein Bus fährt und die von Gott und der Welt verlassen sind, wo noch drei Alte leben. Und was uns wichtig ist, ist, dass Flüchtlinge an Orten leben, die verkehrstechnisch angebunden sind, wo sie Deutschkurse besuchen können, wo sie Qualifikationen kriegen können. Era Lessin als Beispiel, da im Landkreis Gifhorn, das eine oder andere hat vielleicht die Schlagzeilen gelesen, war für mich oder für uns so eine Diskussion. Ist das ein geeigneter Ort, um Flüchtlinge aufzunehmen, oder braucht es nicht Orte, die zumindest von ihrer Infrastruktur hier auch eine Möglichkeit für Flüchtlinge bietet, den Fuß in die Gesellschaft zu kriegen? Ich wollte zu dem Thema Balkanflüchtlinge noch etwas sagen. Im Moment erschüttert es mich, wie Herr Seehofer und andere nach Möglichkeiten suchen, diese Menschen abzuschrecken, ja, um sie loszuwerden. Man sollte ihn an den Grundsatz erinnern, man soll nicht Flüchtlinge bekämpfen, sondern Fluchtursachen. Da haben wir ja an sich in der Bundespolitik durchaus die Möglichkeit, Entwicklungshilfe, da gibt es ja Programme zu leisten, um diese Länder nach vorne zu bringen, die ja in absehbarer Zeit sowieso zur Europäischen Union kommen sollen. Sie lächelt, aber eigentlich ist das ein offizielles Ziel. Das wird offiziell erklärt so. Ich finde, genau. Man müsste diese Programme intensivieren und wesentlich effizienter durchführen. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch die Thematik der Rückführung. Und da reicht es meines Erachtens nicht aus, Flüchtlinge nur zu beraten, sondern man sollte auch versuchen, ob man Perspektiven im Herkunftsland mit ihnen aufbauen kann, die es ihnen ermöglichen, dort zu existieren. Oder sogar Arbeitskräfte ins Land holen. Das klang eben schon an. Es gibt ja Dinge, Gebiete, Pflegeberufe und so weiter, wo wir durchaus Menschen brauchen. Ich würde das ein Paradigmenwechsel nennen, dass man in der Diskussion um den Balkan diesen Aspekt sehr stark in den Vordergrund bringt. Haben Sie recht. Ich wollte gerne wissen, diese Härtefallkommission, das ist ja sozusagen die letzte Station vor der Abschiebung. Da kann man noch drehen oder auch nicht. Sind die an die Länder gebunden? Ja. Jedes Bundesland seine eigene oder gibt es mehrere pro Bundesland? Nein, es gibt eine, die beim Innenministerium ihre Geschäftsstelle hat und einen Kreis von
Personen beruft oder in die ein Kreis von Personen berufen wird, wo auch der Flüchtlingsrat jetzt drin ist seit dem Regierungswechsel, und die dann Einzelfälle berät nach Maßgabe von Kriterien, die nicht mehr nur an ökonomischen Interessen der Bundesrepublik ausgerichtet sind, sagen wir mal. Aber es hat sich, also auch da gibt es natürlich ideologische Kompromisse. So, nicht jeder kommt durch. Es hat sich so eine Art Mechanismus eingespielt, dass eine gewisse Mindestaufenthaltsdauer gefordert wird. Es wird erwartet, dass Bemühen um Arbeit, wenn auch nicht unbedingt die Arbeit als Nachweis, es wird erwartet, dass die Leute sich bemüht haben, die Sprache zu lernen und Ähnliches. Es geht im Kern um den Nachweis einer faktischen Verwurzelung in Deutschland. Gibt es da Zahlen, wie viele werden dann trotzdem abgeschoben und ja, wie viele bleiben? Es gibt einen erheblichen Anteil, der gar nicht zugelassen wird zur Beratung. Es gibt eine sogenannte Vorprüfungskommission, die um die 60% im Vorfeld aussortiert. Und zwar in großer Zahl Balkanflüchtlinge. Mit der Begründung, die sind erst ein halbes, dreiviertel Jahr da, die können noch gar nicht integriert sein. So. Sicher. Ne? Also man kann sich so ein bisschen fragen, ob die Kriterien der Entscheidungsfindung noch sachgemäß sind, weil die wir haben ja mittlerweile Bleiberechtsregelungen, wir haben einen Erlass, der den Ausländerbehörden von Amts wegen die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen dann ermöglicht, wenn die Menschen faktisch integriert sind hier. Also wozu braucht es eine Härtefallkommission, die nach ähnlichen Kriterien entscheidet? Ist wir das könnten beispielsweise was? Also diese zum Beispiel, wer zugelassen wird und wer nicht, nach einem halben Jahr kann man noch nicht integriert sein, ist das verschriftlicht Nein. irgendwo, sondern das sind so selbst erstellte also Regeln? Also das Ganze läuft so ein bisschen als Ping-Pong-Spiel. Es gibt die Schere im Kopf bei den Mitgliedern, auch da gibt es sozusagen Rechte und Linke und einen austariertesten Mechanismus, aber eine Zusammensetzung, die unterm Strich jetzt erheblich häufiger zu Härtefalleinstufungen kommt. Es gibt bislang wenig Fälle, die der Innenminister am Ende abgelehnt hat, der ja das letzte Wort spricht und darüber entscheidet, ob ein Härtefall zugelassen wird oder nicht. Er hat wenige Fälle abgelehnt, und zwar solche Fälle, wo die Aufenthaltsdauer bei 2 Jahren und weniger lag. Da hat er gesagt, das mache ich nicht mit, da schaffen wir sozusagen zusätzliche Anreize. So, das führt sozusagen in der Revolte dann wieder zu Diskussionen in der Härtefallkommission, die diese Argumente mit aufnehmen. Also das ist schwierig. Okay, Heinz als nächstes und dann... Das Bedauerliche ist ja, wie Pia schon sagte, wir haben 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Lage ist, das Problem in Südsudan oder in Eritrea zu lösen. Ja. Das glaube ich nicht. Das schaffen wir nicht, können wir nicht. Und so bedauerlich, wie das alles ist. Es ist ja nur merkwürdig, in Saudi-Arabien sind 1,2 Millionen Flüchtlinge und im reichsten Land daneben in Saudi-Arabien sind gar keine. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Unsere Kopfabfahrer. Ja, also egal. Ja. Komischerweise, andererseits ist ja, in Ukraine schießen sie auch gegenseitig tot, aber sehr, sehr wenige, auch merkwürdig. Sie wollen ja nicht ernsthaft die Situation Deutschlands mit der in Saudi-Arabien. Also zwingt einen nochmal zum Nachdenken. Saudi-Arabien ist ein faschistisches Land. Ja, ich das meine, katholische Polen, 95% Katholen, gute Katholiken, die wollen auch keine aufnehmen. Alles ein bisschen komisch. Ja, das sind ganz andere Diskussionen, da haben Sie recht. Aber ich möchte Deutschland nicht mit Saudi-Arabien vergleichen. Ich finde, das geht schlecht. Ja. Wolfsburg, die sind bereits hier vor mir, bin ich auch so ein bisschen. So, ein Flüchtling kostet den Wolfsburger Steuerzahler im Jahr 10.000 Euro. Aber nur, wenn er nicht krank ist. So, jetzt frage mal, jetzt kommt hier Mohammed aus Eritrea mit seinem gespendeten Fahrrad und fährt mit dem Beutel mal 40.000 Euro ein Auto rein. So, dann zahlt man. Naja, also ich glaube, das sind... Moment, das erzählen die Leute. Zweite Frage. Ich finde die Fragen zu. Schickt direkt auf die Flüchtlingshilfe. Okay, zeiteifrig. So, die zweite Frage. Wie gesagt, der wird krank. Welche Krankenkasse ist das? Der Staat zahlt. Ja. Und die 10.000 umfassen die Krankenhilfe. So, das ist keine Summe, die zusätzlich zahlt. Die Erhöhung der Krankenkasse haben wir ja alle wieder gekriegt als Arbeitnehmer. Hier. Machen wir ja gerne.
So, das erzählen wir den Leuten. Dann weißt du, was die wählen bei der nächsten Kommunalwahl. Ja, das ist das Problem. Also die Krankenkassenbeiträge sind in den 10.000 Euro mit enthalten. Die kommen dann nicht mal extra. Wenn da eine Krankheit auftritt, dann muss das die Krankenkasse übernehmen. Aber jetzt der Herr. Genau. Ich habe noch eine Frage zur konkreten Rostburg-Situation. Und zwar, die Menschen, die kommen hier aus dem Jahr, die können ja auch helfen. Und vorhin am Anfang, wenn man gleich nachlässt, gesagt, gibt es ja in Rostburg offensichtlich eine ganze Reihe von Wohnungen, die leer stehen. Ja. Und ich würde mal interessieren, ob es da konkrete Zahlen schon benennen. Ein bisschen lauter. Kann man diese Zahl an Wohnungen benennen, die dann in Wolfsburg angeblich leer stehen oder tatsächlich leer stehen? Und wie viele davon werden denn geeignet, um Flüchtlinge unterzubringen? Also das haben wir ja am Anfang schon gehabt. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, welche das alles sind, aber ich weiß, in den beiden Türmen in Detmerode. Ja, da steht hier. Ich habe da auch öfters verteilt, Material. Jeder zweite Briefkasten in den beiden Türmen ist kein Name. Vergiss doch nicht, die kommen mit Kindern. Da sind die Knöpfe zum Drücken 2 Meter hoch oder sowas. Da kann der Familienunterbringer erzählen doch nichts. Ja, das, also ich glaube, das ist nicht von den Klingelknöpfen abhängig, aber an den Klingelknöpfen wird es nicht hapern. Ja, also wir haben es am Anfang ja schon mal besprochen mit Mackie, können wir vielleicht am Ende nochmal machen, wenn sie wieder drin ist. Die hat dann einen größeren Überblick darüber, wo es wirklich Wohnungen gibt, wo also mehrere Wohnungen auch sind, wo man sagen kann, das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass da Flüchtlinge einziehen können. Dass es nicht nur so vereinzelte Wohnungen sind, sondern dass es schon auch eine ganze Menge sind. Du hast aus dem Rat erzählt, dass es Wohnungen gibt, die zumindest 2-3 Jahre noch zur Verfügung stehen würden in Wolfsburg, die man ja zunächst auch mal nutzen kann, weil das wäre ja für eine Ankommenssituation auch nochmal eine Möglichkeit zu wohnen und eben nicht, wie es auch angedacht ist, in diesen Wohncontainern zu sein, sondern tatsächlich auch in der Wohnung mit Wasser und Strom und Badezimmer und allem. Aber das können wir vielleicht am Ende nochmal klären, dass wir dann auch ganz konkret die Wohnung benennen können. Also das, wie gesagt, Mackie, ich weiß nicht. Ist auch die Halberstädter Straße, großenteils von Wolfsburg angekauft worden? Alles inzwischen. Alles, ja. Von dieser Berlinovo leerstehende Wohnung. Oder? Genau. Hat denn Wolfsburg inzwischen sowas wie ein Aufnahmekonzept für Flüchtlinge? Ja. Wir sind dabei, ob suchen Krankenhaft, Standorte, wo wir Häuser bauen können für Flüchtlinge. Deswegen, ich sage, das stimmt nicht, weil es ist wirklich, wäre in Gottes Namen gut, wenn das stimmen würde, was Alfred sagt, wenn wir die da unterbringen könnten in solchen Häusern. Wenn wir alle begrüßen, haben wir nicht. Das liegt an den Besitzerinnen, sie wollen das einfach nicht. Aber uns stört uns doch jetzt. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, aber es ist, die Stadt hat Häuser angekauft und da wäre es möglich. Das muss man eben jetzt politisch durchsetzen. Und war gestern gerade eine Ratssitzung, da ging es hoch her, aber die Ratssitzung hat von 16 Uhr bis 20.30 Uhr gedauert, glaube ich. Also dann habe ich Jürgen das erste Mal telefonisch wieder erreicht. So, und da ist natürlich auch, ich sag mal, der umfänglichen Tagesordnung geschuldet, dass dieser Punkt jetzt nicht so ausführlich diskutiert worden ist. Aber jetzt müssen wir ein bisschen sortieren, weil Jürgen, du wolltest jetzt, wenn du direkt was dazu sagen wolltest und Marion damit einverstanden sind, die nämlich jetzt als nächstes dran wären, würde ich dich vorlassen, wenn es direkt zu diesem Thema ist und ihr einverstanden seid. Ich will es nicht noch unheimlich vertiefen und ich habe jetzt auch nicht die genauen Zahlen. Aber es ist so, dass sich die Besitzverhältnisse in diesem Bereich verändert haben. Mhm. Diese Wohnungen, diese Häuser, mehrere Häuser sind inzwischen von dieser Berliner Gesellschaft angekauft worden, sind übernommen worden, sollen renoviert bzw. saniert werden oder auch rückgebaut werden. Das ist teilweise noch nicht ganz klar. Und es sind Förderkonzepte inzwischen beantragt worden und damit hat es scheinbar zu tun, dass sie angeblich jetzt nicht genutzt werden können. Ich bin aber der Meinung, man sollte das zumindest überprüfen. Wir haben gestern im Rat beschlossen, an unterschiedlichen Stellen in Wolfsburg rund 1000 Plätze zu schaffen. Wie gesagt, an unterschiedlichen Stellen von Vorstfelde bis Westhagen, Detmerode und an noch viel mehr, auch Mitte Westen, obwohl da noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist, noch offen. Aber auch dort wird es einen Platz geben.
Aber unabhängig davon habe ich angesprochen, aber sehr allgemein, nicht bezogen auf bestimmte Wohnungen, sehr allgemein mit dem Hinweis darauf, dass wir das schon mal in Fallersleben gemacht haben im Nordring. Da wird auch saniert. Und da war klar, dass die Menschen auch nur vorübergehend da drin sind, aber es ist was anderes, als wenn sie eben in diese Sammelunterkünfte kommen. Und in der Zeit könnte sich auch was verändern. Deswegen diese Frage. Und ich denke, wir sollten diese Frage weiter verfolgen und sollten dranbleiben und zumindest nachfragen, warum das denn nicht gehen kann und warum das nicht gemacht wird. Also zumindest den Weg sollten wir gehen. Ansonsten wird gebaut und Wolfsburg kann oder hofft zumindest bis 2017 alle Bedürfnisse zu befriedigen. Was danach kommt, müssen wir abwarten und jetzt neue Beschlüsse geben und vielleicht ist bis dahin auch neuer Wohnraum vorhanden. Gut, dann wäre jetzt Marion dran. Ja, ich meine dem Herrn da vorne, man müsste sich nur mal das Einkaufszentrum in Westhagen angucken, wie viel Leerstand da ist. Da ist ja kaum noch, da findet ja kaum noch irgendwas statt. Und wenn da wieder Familien wohnen würden, wäre das wahrscheinlich auch für den Stadtteil ganz gut. Und ich möchte auch dieser Behauptung widersprechen, dass jeder Flüchtling der Stadt 10.000 irgendwas Euro kostet. Man darf dabei nicht vergessen, also im Landkreis Gifhorn ist es so, dass 6.900 Euro für jeden Flüchtling zurückfließen vom Bund. Und das sollte man dann auch dazu sagen, dass also nicht die Belastung nur bei der Stadt liegt, sondern dass der Bundesmittel ja zurückkommt. Aber meine Frage zielt eigentlich auf ein anderes, aber ich bin, wie gesagt, aus dem Landkreis Gifhorn und bin ehrenamtlich im Klaus Mohrhof. Wir haben da einen jungen Mann, 25 Jahre, mit Frau und Kind. Die Frau ist hochqualifiziert, hat studiert, hat das Studium abgeschlossen. Der soll jetzt am 27.07. eine Arbeitserlaubnis vom Landkreis bekommen. Kann denn man dem Hoffnung machen, dass das vielleicht auch, wenn eine Arbeitserlaubnis vorgeschaltet ist, dass da eventuell auch noch eine Aufenthaltserlaubnis hinterherkommen könnte, weil der hat starke Ängste, dass er das tun muss. Er kommt aus Montenegro und die haben sich ja von Serbien abgespalten und er hat, also das, da wo er herkommt, ist es nicht sicher und er würde gerne mit seiner Familie hier bleiben. Aber ich denke, wenn eine Arbeitserlaubnis gegeben wird, ist das doch sicherlich schon ein positives Zeichen, dass dann da auch noch mehr hinterherkommt. Da bin ich da falsch. Fürchte, ja. Also in Sachen Balkan wird die Krücke blank gezogen. Man versucht, Balkan so schnell wie möglich abzuschieben. Und alle politischen Anstrengungen zielen darauf, die Fristen zu verkürzen, um die Verfahren zu beschleunigen und Aufenthalte schneller zu beenden. Das ist so. Wenn es im Einzelfall Hindernisse, Hürden gibt, Kriterien, warum ein Verfahren länger dauert, dann kann theoretisch im Einzelfall über Arbeit auch eine Aufenthaltssicherung erfolgen. Langfristig und sei es über Härtefallkommission oder Ausbildung oder so etwas. Wer jetzt als Balkanflüchtling eine Ausbildungsstelle kriegt, kann wahrscheinlich hier bleiben. So, ne? Für die Dauer der Ausbildung. Und danach werden wir den Fall lösen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Auszubildender nach der Ausbildung abgeschoben worden ist. Also das wird man hinkriegen, aber das wird nur für sehr wenige gelten, die formalen Qualifikationen dafür haben. Also müsste ich ihm dazu raten, nicht irgendeine Arbeitsstelle zu suchen, sondern eine Ausbildungsstelle zu suchen? Unbedingt. Wenn er eine Ausbildungsstelle hat, dann hat er Chancen, sonst wahrscheinlich nicht. Ja. Es sei denn, er gehört zu den wenigen 0,1, 0,2 Fällen, die doch einen Schutzstatus bekommen. Das kann ja immer im Einzelfall sein. Das muss man natürlich auch immer in Rechnung stellen, dass die Ablehnungsquote nicht 0,0 ist, sondern dass ein paar hundert auch immer ein Aufenthaltsrecht kriegen. Also kann man da vielleicht auch mal positiv ins Feld führen für ihn dann beim Landkreis, weil er ist ja einer derjenigen, der wirklich sehr gut Deutsch spricht, der auch mit mir nach Ehra gefahren ist, zu dolmetschen mit der anderen Familie. Der ist ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Der kann im Klaus Mohrhof sämtliche Balkan-Sprachen. Wie lange ist er in Deutschland? Das wäre doch gut, wenn so ein junger Mensch hier dann integriert werden könnte. Oder? Wie lange ist er hier? Der ist jetzt seit 2 Monaten hier. Ist nicht sehr lang. Wird nicht, also solche Kriterien, Übersetzen, Dolmetschen und so weiter, spielen eine Rolle in dem Moment, wo sozusagen eine aufenthaltsrechtliche Perspektive in Frage kommt, weil die Leute hier verwurzelt sind, nach 3 Jahren vielleicht.
Ne? Vorher nützt das alles nicht viel, es sei denn, es handelt sich um einen Fall, und das sind ja etliche unter den Balkanflüchtlingen, die hier früher schon mal einen Aufenthalt hatten, die hier jahrelang geduldet waren oder wegen des Krieges hier waren, mit ihren Eltern zurückgegangen sind, fließend Deutsch sprechen. So, das sind Fälle, die wir sehr wohl auch in die Härtefallkommission kriegen und über die Härtefallkommission lösen können. Was die Pauschalen angeht, haben Sie völlig recht, 6.195 erstattet das Land und in zwei Margen hat jetzt der Bund sich bereit erklärt, Gelder zu übernehmen, sodass unterm Strich um die 10.000 an Erstattung für die Kommunen übrig bleibt. Das heißt, die Kommunen zahlen im Moment nicht so viel. Also das Verhältnis ist 83% ungefähr Land, 12% die Kommunen und 5% der Bund im Moment. Und das Land bemüht sich darum, den Bund stärker in die Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme reinzukriegen. Marion. Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung, eine Frage, nämlich die ganze Diskussion, also nicht hier heute Abend, sondern allgemein, was man im täglichen Leben mitbekommt, bei dieser Problematik total erschüttert. Wir reden hier von Menschen, die alles verloren haben, die ihr Zuhause, was ich immer so elementar wichtig finde, dass man weiß, da kann ich hingehen, die haben nichts mehr, die haben ihre Familie verloren, die kommen hierher, die suchen Schutz. Die müssen sich hier mit Nazis auseinandersetzen, die vor den Heimen stehen. Die müssen sich den komischen Blicken stellen von den Menschen, die kein Verständnis dafür haben, dass sie hier sind. Und ich bin der Meinung, für jeden Einzelnen, der gegen die Asylbewerber redet, müssten drei aufstehen und diesen Menschen schützen und für ihn diskutieren. Also, okay, dann geht's nochmal los. Nicht dran schon? Regina? Ja, zur Stimmung und eventueller Flüchtlinge ins Wohnquartier einziehen können. Also ich habe da das Vosfelde Bahnhofsgebiet im Hinterkopf, wo eben auch so eine Wohnung ist. Sieben. Da sind auch viele Flüchtlinge, damals vor Jahrzehnten Vertriebene, noch ansässig, wohnungsmäßig. Da läuft auch das Spiel ab, dass die einen sich auch für bessere Menschen halten von den damals Vertriebenen und die anderen eigenen Flüchtlinge, die auch mal aus dem Ostblock flüchten mussten oder was, die immer noch attackiert werden und so. Ne? Und sie, das hat bis heute auch noch nicht aufgehört oder so. So sozusagen aus der Zeit trägt sich das immer noch vor, so diese Menschenfeindlichkeit untereinander und so, die nicht Akzeptanz und so. Ne? Wie man da so die Stimmung herstellen kann, dass die akzeptiert werden. Ne? Ich denke, das ist überhaupt die Basis, wo das ja auch erstmal anfangen muss, oder was, dass was das richtig ins Laufen kommen kann und so, dass sie wirklich integriert werden können und so. Ne? Und wollen. Und dass die Bevölkerung überhaupt, die Stimmung in der Bevölkerung dafür offen ist, oder was, ne? Dass die Flüchtlinge nur mal da sind. Ne? Das muss man einfach wissen. Ne? Ich hätte meine Frage, wie ist konkret die rechtliche Situation der Flüchtlinge auf Lesbos? Da ist ja jetzt im Prinzip null Versorgung. Die werden dort, ich habe das gestern im Fernsehen, der Bierle hat darüber gesprochen, durch die Privatinitiative das unterstützt, sagen, die werden da angeschwemmt praktisch. Die kriegen noch nicht mal trockene Kleidung. Also null, wie ist die Situation auf die griechische Regierung bezogen? Die haben wir jetzt sehr oft hier noch am Wickel gehabt. Ne? Gibt es da irgendwelche Auflagen, die kommen da hin und sagen, die haben nichts, die kriegen noch nicht mehr trockene Kleidung. Das ist würde sie gleich da anschließen, kann ich mir auch schnell, in die gleiche Richtung. Das hängt ja an diesem blödsinnigen Dublin-Verfahren zusammen, dass die da in einen Asylantrag stellen müssen und bleiben müssen, wo sie ankommen. Das ist ja praktisch nur Griechenland und Italien. Und gerade Griechenland in der jetzigen prekären Situation, wo wir in Anführungszeichen, die ja auch auspressen bis aufs Blut, dass da natürlich die Flüchtlinge noch bleiben müssen in so einem Land, das ist doch völliger Irrsinn. Deswegen meine Frage, kannst du mal was sagen, wie der Flüchtlingsrat sich vorstellt, wie dieses aus meiner Sicht wirklich irrsinnige System, dass die da bleiben müssen in den ärmsten Ländern, wie man das verändern kann oder wie man das verändern müsste? Ja und nein. Also Griechenland ist nicht mehr eingebunden in die Dublin-Regelung seit 4 Jahren. Wird nicht nach Griechenland abgeschoben, weil Griechenland in schwerwiegender Weise das Flüchtlingsrecht mit Füßen getreten hat. So, die Kinder wurden da monatelang zusammengepfercht in Gefängnisräumen und so weiter. Das war unsäglich. Das hat natürlich ein Stück weit auch die alte griechische Regierung so vertreten und so praktiziert. Die neue hat dann sehr viel liberaleren Kurs,
hat auch diese ganzen fatalen Pushback-Aktionen, illegale Formen der Abwehr von Flüchtlingen durch Polizei und Militär eingestellt. Und der Effekt ist, dass es erheblich größere Flüchtlingszahlen auch wieder in Griechenland gibt, die nicht alle versorgt werden können. Und das hat natürlich was mit der strukturellen Armut des Landes insgesamt zu tun. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich sehe, dass und wie eben da auch griechische Initiativen versuchen, noch was zu reißen und zu retten. Und die Griechen haben ja nun wirklich genügend eigene Probleme. Also da gibt es ja auch eine Menge Solidarität innerhalb Griechenlands noch. Aber es ist keine Frage, dass es da systematische auch Hilfsmaßnahmen geben muss. Ich weiß, dass ProAsyl so einen Aufruf gestartet hat und dazu aufgerufen hat, Gelder für diese Flüchtlinge bereitzustellen und da Hilfsprojekte zu starten. Sympathisch wäre mir auch sozusagen da eine Solidaritätsaktion zu machen, die sich auf alle in Griechenland bezieht. Das ist ja sozusagen ein strukturelles Problem, was nicht nur Flüchtlinge, aber in besonderer Weise eben auch Flüchtlinge trifft. Aber diese Armut, die kommt eben zu Europa, jetzt nach Europa in einer Form, wie wir sie bisher nicht erlebt haben und stellt insofern uns vor neue Fragen, wie wir damit umgehen. Italien ist eine strukturell andere Situation. In Italien ist eingebunden in den Dublin-Zusammenhang. Wir haben hunderte von Verwaltungsgerichten, die gesagt haben, nach Italien kann man schicken, und wir haben hunderte von Entscheidungen, die das Gegenteil sagen. Und die Grenze läuft nicht nur zwischen den Verwaltungsgerichten, sondern manchmal zwischen verschiedenen Kammern der gleichen Gerichte. Es ist haarsträubend. Haarsträubend und absurd und niemand mehr vermittelbar. Die Realität, mit der wir zu tun haben, ist, dass selbst anerkannte Flüchtlinge in Italien an den Bahnhöfen sitzen und um Weißbrot betteln. So, der Präsident des Bundesamtes, der Dr. Schmidt, hat öffentlich mehrfach erklärt, das Schlimmste, was einem Flüchtling in Europa passieren kann, sei es, anerkannt zu werden in Italien. So, und das spricht ja schon Bände auch über die Struktur des Flüchtlingsrechts, die wir haben. Das Problem ist auch hier, dass es im Zuge der Krise einen Verdrängungswettbewerb gibt, auch im Bereich der prekären Beschäftigungsverhältnisse. Und während es in vergangener Zeit noch Beschäftigungsmöglichkeiten etwa im Agrarbereich für Flüchtlinge gab, sind die jetzt faktisch weitgehend weg, weil es eben Italiener sind, die da beschäftigt werden, und die Schwarzen die Ersten sind, die auf die Straße gesetzt werden. So, diese Situation haben wir, und die Gerichte sind sich eben nicht einig, ob man diese Situation Flüchtlingen zumuten kann oder nicht. Entsprechend dramatisch stellt sich die Situation für die Betroffenen, die in größerer Zahl auch weiterwandern und versuchen, in Deutschland oder anderen Staaten Fuß auf die Erde zu kriegen, oft genug dann wieder zurückgeschoben wird. Ich habe noch mal eine Frage an Sie. Ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass Sie da alle über Libyen kommen. Die können doch über Marokko oder über Algerien gehen. Das ist doch wesentlich kürzer, das Mittelmeer. Ist das Gaddafis Rache jetzt oder wie? Oder warum kommt nee, der ist ja nicht mehr an der Macht, Gaddafi. Nein, es hat natürlich auch damit zu tun, dass in Libyen im Moment keine Strukturen existieren, die eine wirkungsvolle Verhinderung der Flucht bewirken können. Das heißt, die Polizei fällt da aus. Ne, wegen des internen Konflikts gibt es keine Polizei mehr. Und das macht es möglich, dort Boote ins Wasser zu lassen und in Ruhe ablegen zu lassen. Das ist die Boote ins Wasser, das ist ja das Problem. Da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Das war die Ursache, warum die EU auf die grandiose Idee gekommen ist. Mehrere tausend Dollar gezahlt, um da rüber zu kommen. Da muss ich mich fragen, woher hat der die mehreren tausend Dollar her? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Sie stellen Fragen, die wir unbedingt öffentlich diskutieren sollten, einfach weil sie sozusagen auch öffentlich kursieren. Aber die Fragen machen auch deutlich, welche Vorurteile es gibt. Also wir haben Fluchtpreise auf allen Ebenen. Und natürlich gibt es unter dem syrischen Establishment auch Leute, die sich eine 1A-Luxus-Schlepper-Dienstleistung kaufen können für pro Person 10.000 Euro. Das gibt es. Nicht jeder Flüchtling ist per se arm. So, aber es gibt eben auch die, die sich nicht leisten können. Und es gibt Staffelungen. Ne? Sie kriegen eben je nach Zahlung für 500 Euro dann vielleicht irgendeinen Preis im untersten Deck irgendeines scheiß Schleppers da. Ne? Sie finden selbst in den Booten haben sie unterschiedliche Preise je nach Stockwerk und Lage. Da gibt es verschiedene Hierarchien. Ja. Ne? So, und natürlich, die ganz Armen machen sich auf dem Landweg auf den Weg. So, und gehen dann über Bulgarien, versuchen sich da über die Grenzen zu schlagen. Wer bleibt denn jetzt noch in Syrien? Müssen wir jetzt warten, bis Syrien leer ist? Naja, also ich denke, die Hälfte ist auf der Flucht. Genau, das ist doch das Problem. Du musst doch mal da einhaken.
aber wir. Unsere Freunde Türkei lieber die Waffen, dass es da weitergeht. Auch in Asien haben wir noch 100.000. Ja, aber Heinz, wir können das Spektrum, glaube ich, jetzt nicht noch großartig erweitern. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Detailfragen und ganz, ganz viele Ungereimtheiten, die wir weder heute beantworten können, noch glaube ich, ausführlich diskutieren können. Weil dann sitzen alle schon so und wählen, sitzen wir bestimmt noch ein paar Stunden hier. Das wird nicht möglich sein. Für die Veranstaltung ist ja auch dafür da, Themen anzureißen. Und für mich ist sie auch da, dafür da, Dinge einfach mitzunehmen, auch in den Bundestag, für die Meinungsbildung dort und auch für die parlamentarischen Initiativen. Und ich würde einfach die Stelle jetzt dafür nutzen, meine beiden kleinen letzten Fragen an dich, Kai, loszuwerden. Die eine ist, die ich gerne immer am Ende stelle, was gibst du mir mit nach Berlin? Was sind deine Wünsche? Hast du irgendwas, wo du sagst, also da muss jetzt mal ganz dringend parlamentarisch was nachgebessert werden oder es müsste ein ganz neues Gesetz entstehen oder was auch immer? Und die zweite Sache, wenn wir diese ganzen Scheren nicht hätten, also die Gesetze nicht, die Asylpolitik nicht und so weiter und so weiter, hast du eine Vision, wie eine Willkommenskultur aussehen könnte, nicht nur in Wolfsburg, nicht nur in Niedersachsen, sondern so generell? Also zur ersten Frage, wir haben ja schon ein paar Elemente besprochen. Ne? Was wichtig wäre, dass der Kosovo eine Tür nach Europa geöffnet bekommt. Wie auch immer sie aussieht, über die Form und die Größe können wir unterhalten, aber es muss Zugänge geben. Es muss Möglichkeiten des Austausches, der Kommunikation, des gemeinsamen Wirtschaftens und der Durchführung gemeinsamer Projekte geben. Es ist unsäglich, dass die europäische Politik die Balkanproblematik nicht bearbeitet, nicht behandelt. Und das wäre super, wenn ihr das stärker thematisieren könntet. Was ansonsten für uns natürlich anliegt, ist die Verlängerung der Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge. Wir haben da im Moment einen Stillstand vor dem Hintergrund hoher Flüchtlingszahlen, aber natürlich dramatische Situationen, etwa der von IS malträtierten Gruppen im Irak, der Kurden. Wir brauchen Zugänge für diese Menschen nach Europa und oftmals kriegen sie die nicht. Wir haben lächerlich geringe Flüchtlingszahlen aus dem Irak. 5.000 waren das im letzten Jahr oder so ähnlich. Es macht deutlich sozusagen, wie das eben Gruppen, die in extremer Weise bedroht sind und als Flüchtlinge Perspektiven brauchen, faktisch abgeschnitten sind von dieser Solidarität. In einem Europa, in dem Deutschland rund die Hälfte aller Syrer aufgenommen hat, aber insgesamt so gut wie nichts leistet. 3% aller syrischen Flüchtlinge sind in Europa. Das ist lächerlich. 2 Millionen Syrer sitzen in der Türkei. Ja, 2 Millionen. Ich weiß. Wen haben wir denn aufgenommen? Und jeder vierte. Unterstützt das ja nur. Jeder vierte Einwohner des Libanon ist Flüchtling. Bei 4 Millionen sind es 1 Million Flüchtlinge. Das ist eine ganz andere Dimension. In Libanon haben wir 250 Personen auf 1000 Einwohner, die Flüchtlinge sind. In Deutschland sind es 2,5. Das ist die Relation. Ja. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns auch über die gestiegenen Flüchtlingszahlen hier nicht in einen Notstand hineinreden, den wir faktisch noch lange nicht haben. So, also wenn wir da eine Tür offen kriegen in Richtung auf Programme zur Aufnahme von Flüchtlingen, Erweiterung dieses Aufnahmeprogramms auch auf den Irak, der IS operiert ja auch in beiden Ländern. Warum nur aus Syrien aufnehmen? Und wir brauchen auch eine Erweiterung für Palästinenser oder Kurden aus diesen Ländern. Im Moment haben wir die schizophrene Situation, dass diese Aufnahmeprogramme sich nur auf syrische Staatsbürger bezieht. Was soll der Quatsch? So, also wir brauchen da Öffnung und Ermöglichung. Wir haben auch, könnten auch sozusagen ein Programm auflegen, das interessierten Gruppen die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen von eigenen Einladungen möglich macht. Wir haben während des Bosnienkrieges in Deutschland 300.000 Bosnier aufgenommen. Über private Einladungen und Initiativen. Warum macht man sowas jetzt nicht? Warum können wir sozusagen nicht auch die Solidarität von unten noch weiter stärken und befeuern und als Gruppen erklären, wir nehmen 2, 3, 5 Personen auf und können das als Gruppe finanzieren und das gemeinsam wuppen. Ich glaube, in der Richtung würde ich mir wünschen, dass es da weitere Initiativen gibt. So, was war die zweite Frage? Die Vision. Ohne die Scheren im Kopf. So einfach, wie es so richtig schön wäre. Meine Vision wäre, dass wir
Bedingungen haben, die allen Flüchtlingen die Möglichkeit bieten, anzukommen und ihr Leben hier wieder neu zu organisieren. Das Beste ist natürlich eine Form der Integration in Alltagsbezüge, in Stadtteile, in denen die Menschen Nachbarn und Kontakte haben und darüber auch Hilfen erhalten. Dass das praktisch in vieler Hinsicht jetzt nicht funktioniert, weil zu viele kommen, liegt auf der Hand. Aber wir brauchen eine organisierte Aufnahme, die all das von Anfang an mitdenkt. Die sozusagen die Aufnahme in Lagern von mir aus unter dem Aspekt durchführt, wir kümmern uns darum, dass sie da wieder rauskommen. Es gibt ein Auszugsmanagement, wir kümmern uns um Ausbildung, Sprache, Ausbildung, damit sie sozusagen möglichst schnell ihr eigenes Leben wieder führen können. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten den Fehler gemacht, Menschen als Fremdkörper zu behandeln, sie zu isolieren, sie auszugrenzen aus dem Arbeitsmarkt, und das Ergebnis war fatal. Wir müssen dazu kommen, dass diese Menschen frühzeitig und schnellstmöglich ihr eigenes Leben wieder in die eigenen Hände nehmen können. So ist es. Ja. Also diese Vision kann ich auf jeden Fall mitgehen. Die habe ich auch. Super. Mir bleibt erstmal euch allen, Ihnen allen zu danken fürs Kommen natürlich, aber vor allen Dingen auch für die spannende Diskussion. Fand ich diesmal wieder auch extrem gut. Super Publikum, und darauf hinzuweisen, dass wir da eine Liste haben. Dieses Feierabendgespräch findet ja einmal im Monat statt, denn wir machen jetzt ein bisschen im Sommer eine Pause, aber es wird dann eine Benachrichtigung geben, wann das nächste stattfindet. Ich lade mir immer jemanden ein, eine Person, das waren auch schon mal zwei, zu einem Thema, und wir diskutieren dann und regen Diskussionen an und wollen einfach da auch deutlich machen, dass man mitgestalten kann, politisch mitgestalten kann, und hoffe, dass das ein Beitrag war. Dort liegt eine Liste, wer sich eintragen möchte, nur die Information zu bekommen. Das ist keine Verpflichtung, jetzt zu jedem Feierabendgespräch zu kommen, natürlich, wäre aber trotzdem schön. Aber einfach so die Information zu bekommen, wann findet das nächste Feierabendgespräch statt, mit welchem Thema, wer ist zu Gast bei mir. Wer das gerne haben möchte, darf sich da gerne eintragen. Und am Ende, Kai, herzlichen Dank für dein Kommen, für deine spannenden Ausführungen. Und ich denke, wir werden uns hier nochmal wiedersehen. Vielleicht in einem Jahr oder so. Wir gucken mal, wie es weitergeht mit der Flüchtlingspolitik. Gut. Herzlichen Dank. Danke dir.